Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelen wieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine neue Kampagne, und zwar die Sternenträger-Kampagne. Und wir spielen DSA, allerdings nicht so richtig DSA, sondern eher ein anderes Spielsystem. Aber wir spielen in Aventurien, und zwar in unserem Aventurien. Also wenn ihr hier seid, um DSA-Regeln oder sonst irgendwas zu lernen, seid ihr hier falsch. Dies ist ein Rollenspiel-Stream, der sich sehr stark auf das erzählerische Element beruft. Wir werden so gut wie gar nicht würfeln. Also meine SpielerInnen werden gar nicht würfeln. Ich werde für sie würfeln. Und sie würden das auch gar nicht mitkriegen. Werden nur irgendwo aufhand der Erzählungen und Beschreibungen mitbekommen, wie die Ergebnisse ausgesehen haben. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut mal auf rollenhörspiel.de und vielleicht funktioniert auch mein Command. Mal gucken. Ich glaube nicht. Aber mal schauen. Doch, genau. Hier. Ach, der Command funktioniert. Genau. Das Universalsystem Cinema. Schaut da mal rein. Das ist das System, was wir benutzen, zumindest als grundlegendes System. Wir haben eine kleine Weiterentwicklung gemacht mit dem Erschaffer von dem System zusammen und testen das Ganze jetzt in dieser Runde. Und genau, schön, dass ihr alle da seid und mitmachen wollt. Danke nochmal an Gottram und Pen & Paper Pat Pat für die Follows in den letzten Minuten. Schön, dass ihr hier dabei seid. Und wir spielen, wie gesagt, die Sternenträger-Kampagne. Und die hat ja so ihren eigenen Ruf. Die ist ein bisschen schwierig. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Ich werde versuchen, einiges zu ändern in der Kampagne und in den Abenteuern. Das heißt, wenn ihr da irgendwie was entdeckt, wo ihr sagt, das steht aber nicht so im Abenteuer, das ist dann wahrscheinlich durchaus so gewollt. Und genau, so wird das dann auch sein.
Aber das kennt man, glaube ich, auch schon von mir. Von meinen Runden. Genau, und weil ich hier nicht so schön alleine spiele mit dem Chat, schalte ich mal um und zeige euch, wer heute noch mit dabei ist. Natürlich klappt das jetzt wieder nicht. So, mich zumindest kann man jetzt schon mal... Entschuldigung, ja, wir sind ja hier alle komplett in einer neuen Ding hier. Ja. Also mich hört man schon mal. Und hoffe gleich auch die anderen. Moment. Das ist jetzt irgendwie das, was ich wollte. Guck mal hier, sehr schön, kriegt ihr gerade alles mit, wie gut ich vorbereitet bin hier. So. Einmal noch das hier. Und so, jetzt sagt mal kurz was. Hallo, irgendwie jemand was? Test 1, 2, 3. Ah, jetzt, kann man Hallo. Jetzt kann man die anderen auch hören. Sehr schön. Ja, gut, dann stelle ich ihn jetzt nochmal vor hier, auch wenn man keinen Ton hatte. Fängt ja gut an. Der Pölle spielt Riccio Ludovicio di Grangor, Mondschatten des Vex. Der Listige mit euch. Genau. Und Stadtpoetin spielt Shayariel Eulenschwinge, euelfische Wildnisläuferin. Danke und herzlich willkommen. Und der Rintaro spielt Lumin Geldor von Trallo, ein Krieger aus Weiden. Die Zwölfe mit euch. Und der Sleeve spielt auch noch spielt den torweichen Schiffszimmermann Snorri Ragnarsson. Das Wappen hier zum Großen. Genau. Ja, und wir machen uns an die Sternenträger. Und genau. Raka hat sich direkt schon mal beschwert hier. Lippenlesen kommt nicht so gut. Warum nicht? Warum kannst du kein Lippenlesen? Ja. Ich würde mich da fortbilden, bevor ich mich beschwere. So. Aber er sagt auch Dankeschön. Das ist auch gut. Gut, dann steigen wir gleich ein in die ganze Szenerie. Wir haben schon Preludes zu allen Charakteren gespielt. Das heißt, es kann gleich ein bisschen was vorkommen, falls ihr das jetzt irgendwie neu entdeckt oder so. Dass ein paar Dinge auftauchen, von die den Charakteren schon sehr bewusst sind, dass die existieren und Personen auftauchen, die denen die Charaktere schon interagiert haben. Ohne dass ich sie jetzt nochmal neu vorstellen muss. Die Preludes waren auch alle irgendwie lose verbunden. Falls ihr die verpasst habt, findet ihr die auf die Videos dazu auf dem YouTube-Kanal bei mir und könnt die dann gerne nachschauen, aber ist auch kein Muss, weil ich glaube, das erklärt sich ziemlich schnell von selbst, was da und wie da was zusammenhängt. Genau. Falls ihr generell Fragen habt oder irgendwelche Abläufe, irgendwie irgendwas von uns wissen wollt, benutzt ruhig den Chat. Ich lese den mit, meine SpielerInnen teilweise auch, nicht alle. Und falls irgendwie was ist, kann die Mods oder ich euch helfen. Allerdings kann es sein, dass wir zwischendurch so im Spiel drin sind, dass das ein bisschen braucht, bis wir antworten können. Also falls wir da mal nicht direkt so hoppla hopp sofort was machen, seht es uns bitte nach. Das ist dem Spiel geschuldet. Okay. Dann gehen wir mal hinein. Ich nehme das Ganze übrigens auch nochmal extra auf, um da einen Podcast draus zu machen. Also falls ihr gerne Rollenspielrunden als Podcast hört, findet ihr das demnächst auch auf dem Podcatcher eurer Wahl. Irgendwo. In leicht bearbeiteter Form dann.
Freue ich mich, wenn da auch der ein oder andere mal reinhört. Es soll ja Leute geben, die das ohne Bild besser finden. So. Recording in progress. Dann gehen wir mal rein nach Aventurien und schauen uns ein Buch an, das Geschichtsbuch der Hochelfen, ein mythisches Geschichtsbuch. Verse, Lieder, Legenden von Legendensängern. Das Buch heißt Etari. Und darin zu lesen ist für uns etwas über Madayas Träume. Madayas Träume aber ließen einen jeden Fey, der in ihnen wandelte, voller Sehnsucht das Shia schauen, das Licht. Einen kleinen Eindruck der Welt im Licht. Und Amalaya verstand erstmals in Gänze, dass die Lyrefeyer, der Salamandersteine, sich hierhin zurückgezogen hatten, hinfort aus dem Dao, dem Sein. Sie konnten nicht sagen, ob Tage oder Jahre vergangen waren, denn Madaya umfing sie und ließ sie träumen und wach sein zur gleichen Zeit. Ihr Faisala aber erklang in ungeahnter Harmonie, wieder von den Bergflanken und aus den Wäldern, von den spiegelnden Flächen der Berge, Seen und von den Blüten der Hochwiesen. Und sie folgten dem Lied des Salamandra und ihrem eigenen und erreichten die alte Welt, die alte Wacht, Eib Hafalan. Und wo das Lied der Wälder am stärksten war, da fanden sie einen Baum des Lebens, gewaltig und voller Mandra und Nurdra. Hier aber verkündete sie, dies soll der Ort sein, an dem mein Meisterwerk entsteht. Hier will ich alle meine Feymandra in mein größtes Werk fließen lassen. Eorla. Und unser Blick richtet sich auf eine Stadt im Norden Aventuriens. Auf die Stadt Gerasim. Gelegen zwischen der gelben Sichel und den Salamandersteinen und einem großen Waldabschnitt, der zwischen Gerasim und dem Golf von Riva liegt. Gelegen am Bach. Fluss könnte man schon sagen. Und die besonderste Stadt vielleicht in Aventurien. Kommt drauf an, wen man fragt. Denn Gerasim ist besonders dadurch, dass hier Elfen und Menschen in Einklang leben. Soweit es möglich ist. Einige elfische Sippen und einzelne Elfen haben sich hier mit Menschen und Halbelfen eine Existenz aufgebaut und eine große Stadt erschaffen, gemeinsam, die sogar eine Magierakademie besitzt. Die ist nicht ganz unumstritten in der Magierwelt, aber immerhin sorgt diese Akademie dafür, dass es seit Jahr und Tag immer wieder Vermittlungsversuche zwischen den Gilden gibt. Denn die Akademie ist darauf bedacht, alles und jeden in einer Art Harmonie zu hinterlassen. Sie streben danach, einen Ausgleich zu finden zwischen Streitigkeiten. Und in Gerasim gibt es auch noch etwas Besonderes darüber hinaus. Nämlich das Vermächtnis der Völker, das vielleicht sogar der Grund dafür ist, warum Menschen und Elfen hier in Gemeinschaft leben können. Das Vermächtnis der Völker, ein mythisches, ja, ist es ein Artefakt? So genau wissen das die HeldInnen nicht. Nur davon gehört. Aber dieses Vermächtnis der Völker soll dafür sorgen, dass Menschen und Elfen sich vertragen, verstehen und zusammenarbeiten können. Es sind unterschiedliche Gründe, warum die HeldInnen auf dem Weg sind nach Gerasim.
Die einen etwas schneller, die anderen sind vielleicht sogar Monate oder Jahre unterwegs gewesen. Aber nun haben sie Gerasim erreicht. Einige, vielleicht alle von euch, sehen diese Stadt zum allerersten Mal. Und so beeindruckend Städte wie Gareth oder Belhanka oder Grangor vielleicht sein mögen, oder die tulamidischen Städte im Süden, Gerasim bringt, obwohl es nicht so groß ist als Stadt, etwas Besonderes mit sich. Menschliche Bauwerke verbunden mit elfischer Baukunst. Natur, die in Bauwerke übergeht und umgekehrt. Die klassischen elfischen Baumhäuser, die fast mehr gewachsen als erschaffen aussehen, reihen sich an ein Steinhaus mit Kamin aus dem Rauch hervorbringend. Ein Schmied ist zu hören, wie er den Amboss beherrscht. Fast schon und ein Lied zu hämmern scheint. Ja, dieses Lied ist alles überschattet. Immer da ist und dann doch wieder nicht. Es würde ständig irgendwo ein Chor im Hintergrund singen oder eine Flöte spielen oder eine Laute trällern. Für Shayariel ist es vielleicht sogar etwas Gewöhnliches, dass Lieder überall erfahrbar sind, aber für die drei Menschen hier ist das ein merkwürdiges neues Erlebnis. Vor allen Dingen, weil man es nicht genau fassen kann. Da ist eigentlich gar kein richtiges Lied und trotzdem nimmt man es wahr. Und das Farbenspiel auf den Blüten der Häuser und die prächtigen Auslagen von den Blumen, die überall gesät sind, und die prachtvollen Bäume, die überall zu sehen sind, hat irgendetwas Übernatürliches, Mystisches, als ob das hier kein richtiger Ort, sondern eine Feenglobule oder so etwas sein könnte. Es schimmert alles und es ist von der Farbgebung sehr intensiv. Das mag aber vielleicht auch der Sonne geschuldet sein, die hier ihre Sonnenstrahlen mit Bedacht nur auf die einzelnen Häuser und Plätze wirft, als ob jemand gesagt hätte, als ob Praios gesagt hätte, diese Stadt beleuchte ich nun in besonderer Art und Weise. Und der ein oder andere von euch mag schon länger vor Ort sein. Und noch nie ist euch in den Sinn gekommen, dass irgendwo ein Streit entstanden wäre. Selbst die Kinder auf der Straße spielen in Einklang. Und in der Taverne, wo man euch keine Münzen abgenommen hat für die Übernachtung und für das Bier oder den Humpen Met, ist es zumindest für Ariccio sehr, sehr ungewöhnlich. Alle belächeln sich, alle sind freundlich zueinander und keiner möchte Geld haben. Und dann sind da die Magier, die durch die Stadt laufen, mit denen Lumin sehr viel Kontakt hat, vielleicht sofort, wenn er die Stadt betritt, da sein Begleiter sofort Richtung Magierakademie strebt. Eine Akademie, die man gar nicht sofort wahrnimmt, weil sie kein eigentliches Gebäude hat, sondern einfach so übergeht in die Stadt. Mal hier in einem Haus, mal dort in einem Baumhaus, mal in diesem kleinen Vorgarten. Überall treffen sich kleine Novizen und erwachsene Magier, die herumschlendern. Und überall findet man schwebende Bälle durch die Straße, laufende kleine Kinder mit Zauberstäben und Magierkutte und die Zaubersprüche aufsagen. Also Hilberto, das Einzige, was man hier nicht vorfindet, sind Schiffe und viel Wasser. Von daher fühlt sich Snorri wahrscheinlich nicht sonderlich heimisch. Vor allen Dingen, weil hier so viele Spitzohren herumlaufen. Sehr viele Spitzohren. Einige haben deutlich menschliche Züge, andere sind deutlich elfisch, aber alle sind freundlich. Niemand mit einem Schwert oder einem Bogen bewaffnet, der dir an die Kehle möchte. Außer diese eine Elfin da, die dir auf der Straße entgegenläuft.
mit dem Bogen geschultert. Aber auch mit einem Lächeln, neugierig in die Gegend schauend. Und so begegnen sich Snorri und Shayariel zum ersten Mal mitten auf der Straße auf einem Platz in Girassi. Hallo, kommst du von hier? Sehe ich etwa so aus? Sehe ich so aus, als würde ich hierher gehören? Aber hier wohnen doch auch solche wie du, mit so runden Ohren. Ja, aber die sind nicht wie ich. Die sind anders, die sind komisch. Wer wohnt denn mitten im Wald? Also, abgefahrener Wald, aber es ist mitten im Wald. Also zu ich finde wenig das Wasser hier. Viel zu viel Stadt und Häuser hier. Und zu Warum viele bist du Rundohren. bewaffnet? Hier trägt doch niemand irgendeine Waffe. Macht man das nicht so in diesen Städten, wo Menschen hausen? Dieser offensichtlich nicht. Sonst lägst du mit deiner Vermutung vermutlich richtig. Ich war noch nie in Aber einer Stadt. Woher soll ich wissen, wie man sich in Städten verhält? Trinkst du Bier? Was ist das? Moment, komm mit. Okay, ich komme mit. So, wo ist denn hier die nächste Taverne? Kriegt man hier überhaupt Bier? Es ist schwer zu sagen, wo hier die nächste Taverne ist. Ach, was suchst du denn? Ich will irgendwas, wo man Bier trinken kann. Naja, die Häuser sehen hier alle mehr oder weniger gleich aus. Alle irgendwie an so Bäume dran gewachsen oder dran gebaut. Ja, vielleicht sollten wir dem Gesang folgen und den Liedern. Da, wo Lied und Musik ist, kann es nur gut sein. Das ist, ja, aber okay. Ja, ich höre die ganze Zeit sowas, aber es ist irgendwie, ich kann es so gar nicht zuordnen, wo es herkommt. Das muss diese komische Elfenzauberei sein. Das klingt sehr harmonisch und einheitlich. Ich finde es sehr schön. Singt irgendjemand was von Bier? Trinklieder? Nein, nicht, dass du es verstehen könntest. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Shayariel und wie heißt du? Ich bin Snorri. Merkwürdige Name. Hallo Snorri. Hallo Shayariel. Shayariel. Da sagst du mir, ich habe einen merkwürdigen Namen, der ist so lang. Also Shayariel, singt hier irgendjemand, vielleicht kannst du das verstehen, singt hier irgendjemand was von Bier? Es gibt Dissonanzen, die nicht in das elfische Lied passen. Das könnten menschliche Lieder sein, aber die gehören nicht zum Elfenlied. Okay. Vielleicht sollten wir einfach fragen. Du kannst doch vielleicht dich mit diesen anderen Menschenwesen auch unterhalten. Sehe ich irgendjemand ohne spitze Ohren auf der Straße? Gerade? Da läuft gerade ein ziemlich breitschultriger Mann aus einem Haus heraus, der eine merkwürdig zielgerichtete auf einen Platz zuläuft, auf so einen Stand, wo jemand in der Mitte der Straße so einen Kübel mit Blumen aufgebaut hat. Hey, du! Weißt du, wo man Lumin wird gerade angesprochen, als er gerade versucht hat, eine Blume zu pflücken, um der Geweihten der Travia, in dessen Haus er Unterschlupf gefunden hat, eine Freude zu machen. Ich gucke mich verwirrt um. Bin ich gemeint? Ja, du bist der Einzige, der hier keine spitzen Ohren hat. Weißt du, wo es hier Bier gibt? Hier gibt es mehrere Leute ohne spitze Ohren.
Ja, dort drüben in dem Haus. Da hinten bei dem einen Baum, ich weiß, hier gibt es mehrere, aber um die Ecke, da ist ein Gasthaus, da kann man was trinken. Und als ich die elfische Begleiterin sehe, würde ich sie leider nur einstimmig, es tut mir sehr leid, aber auf kurzem elfischen Gruß grüßen. Seid ihr neu hier in der Stadt? Ja, dann ist. Ich habe diesen Snorri auch erst gerade kennengelernt. Ah. Sie auch. Ja, Und er meinte, dann. ich solle Bier trinken gehen. Ich glaube, das ist nichts für euch, so wie ich das bisher richtig mitgekriegt habe. Aber probiert es aus. Jeder sollte neue Erfahrungen machen. Lumin, mein Name. Entschuldigt, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Shayariel. Es freut mich. Snorri, richtig? Richtig, Snorri, genau. Und wer bist du? Habe ich doch gerade gesagt, Lumin. Lumin. Ah. Genau. Willkommen in Gerasim. Ihr werdet sehr überrascht sein. Ich hatte vorher nur davon gehört und die Realität hat sich wahrlich anders angefühlt als die Geschichten. Bist du schon länger hier? Kennst du dich hier aus? Noch nicht sehr lange, erst ein paar Tage. Ich weiß nur, wo die, jetzt macht er tatsächlich Anführungsstriche, Magierakademie ist. Die Travia-Geweihte zeigt so hinter ihm auf das Haus. Und die Wirtsstube, die eine, die ich bisher gefunden habe. Viel mehr erkundet habe ich bisher noch nicht. Aber es sieht wunderschön hier aus, oder? Ist das Mein immer Geschmack. so in Städten? Oh nein, Gerasim ist was Besonderes. Also zumindest was menschliche Städte angeht. Bei elfischen Städten oder Dörfern wirst du wahrscheinlich mehr sagen können als ich. Das kommt mir sehr. Ich weiß noch nicht. Es ist doch schon sehr fern der Natur. Aber wenn ihr euch schon aus eurem Dorf gewagt habt, kann ich euch nur empfehlen, bleibt offen für Neues und schaut, was das Leben euch sonst noch zu bieten hat, außer euren Wald, Steppe, Weit. Wald. Ich finde ja, hier sind ein bisschen, ist ein bisschen wenig Wasser. Für einen torvalischen Landsmann, richtig, wenn ich euren Dialekt richtig deute. Richtig. Ja, Richtig. definitiv, definitiv. Ich fürchte, ein Meer werdet ihr hier lange suchen müssen. Aber Fluss ist der ich Fluss. frage mich, das stimmt, das stimmt. Aber dafür gibt es natürlich hier viel Holz für den Schiffbau. Aber wenn meine Neugier mir jetzt nicht im Weg stehen sollte, was hat euch dann hierher geführt? Ich meine, eure Beine haben euch ja wahrscheinlich hierher getragen, oder? Ich bin mit dem Schiff angereist. Also bis. Also Lumen hätte sich mittlerweile auch diesen beiden genähert und nicht so von mehreren Metern Abstand diese Diskussion geführt. Ich hatte eine spannende Begegnung. Oh, das hört sich nach einer schönen Geschichte an. Ja, in der Tat, aber jetzt erzähle ich vielleicht waren das auch so gefährliche Wesen? nicht. Ich schaue mich etwas nervös um. Vielleicht erzähle ich sie in einem etwas kleineren Raum. Sehr gerne. Ich habe heute Abend, glaube ich, noch nichts vor, wenn wir uns in der Schankstube treffen wollen. Und ich weiß nicht, vielleicht fragt ihr die Travia-Geweihte, vielleicht hat sie noch ein Zimmer oder und kann euch beherbergen. Ansonsten werdet ihr bestimmt in der Schankstube auch fündig werden. Gibt es hier auch elfische Unterkünfte? Bestimmt. Aber wie gesagt, so lange bin ich auch noch nicht hier. Ich werde in der Schankstube fragen, dann ist der Weg zum Zapfhahn kurz. Haha. Löblich, aber das Ich Essen bei komme. der Travia-Geweihten ist fantastisch, muss ich sagen. Dann vielleicht. Und verdursten tut man da auch nicht. Essen, das wäre gut. Vor allem, wenn ihr einen langen Weg hinter euch habt. Ich würde nur kurz was besorgen und kommt, begleitet mich einfach. Wir können ja mal fragen. Mehr als Nein sagen kann sie nicht. Das klingt Das doch klingt ganz gut. gut. Ich gehe zu den Blumen.
wie ich es eigentlich vorhatte. Werde mir ein paar hübsche aussuchen. Würde mich bei der, in Anführungsstrichen, Verkäuferin bedanken. Und dass sie sehr schöne Blumen gesammelt hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die hier meistens kein Geld. Dann würde ich halt mit ein paar Blumen zurück in das Gebäude der Travia-Geweihten gehen und schauen, ob die beiden mit mir kommen. Was hast du mit den Blumen vor? Eine kleine Aufmerksamkeit für die Herren des Hauses. Einfach nur, um meinen Dank zu sagen. Wieso ist das? Habe ich schlecht ausgewählt? Sind sie nicht hübsch? Soll ich lieber andere nehmen? Ich bin nicht so vertraut mit Bräuchen in Städten und Na, aber ihr könnt anderen mir doch sagen, Kulturen. ob die Blumen euch gefallen oder nicht. Sie sind sehr schön. Schöner werden sie natürlich weiterhin da, wo sie wachsen, aber vielleicht nimmt man sie auch mit. Aber dann hat man sie ja nicht, also dann kann man sie ja nicht hübsch angucken. Also, dann muss man ja jedes Mal zu dieser Blumenwiese gehen oder sowas. Ist schon praktisch. Außerdem kommen sie ja ins Wasser, dann halten sie sich ja einige Tage. Und geht dann einfach weiter auf das Gebäude zu. Muss noch viel lernen. Ja, das Gebäude ist eigentlich nur so ein kleiner Holzbau, der an einen Baum heran gebaut ist. Gar nicht sonderlich groß und du weißt, dass auch der Platz da drin kaum groß ausreicht. Es gibt so einen kleinen Heubodenartiges, also so ein erstes Geschoss davon, wo die Travia-Geweihte selber, du und dein Begleiter, der Magier, untergekommen seid, wobei der Magier schon gesagt hat, er möchte bald irgendwo anders schlafen, weil ihm der harte Boden da nicht so gut zusagt. Und im unteren Bereich ist eigentlich nur eine hölzerne Statue der Göttin Travia und ein kleiner Opferaltar. Ein richtiger Tempel oder sowas ist das gar nicht, ist eigentlich nur ein Schrein. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Angebot nicht gemacht. Aber Ja, also egal. es gäbe noch Platz, aber da müsste man ein bisschen zusammenrücken. Aber das ist ja auch im Sinne der Travia, wenn unten bei dem Schrein das Feuer hochprasselt und so, man sich da ein bisschen zusammenrückt, das ist sehr familiär, das ist wohl im Sinne der Göttin. Na dann hervorragend. Ich Und würde da halt du nun eins. weißt, dass die Torvaler auch sehr Travia gefällig sein können, je nachdem, wo sie gerade herkommen, denke ich, ist das Angebot gar nicht so weit hergeholt. Bin ich beruhigt. Dann würde ich in das Haus eintreten und Ja. nach meiner Gastgeberin suchen. Wie heißt ihr meine Gastgeberin eigentlich? Die heißt Fenhilde. Fenhilde, bist du da? Also, es ist ja relativ Ja. schnell zu sehen, aber im Zweifel, wenn ich sie unten nicht sehe, würde ich halt mal rufen, ob sie oben ist. Ja, was gibt's denn? Aber hast du keine Holzscheite bekommen? Ach, die Holzscheite. Tut mir leid, ich wurde abgelenkt. Ich gehe gleich nochmal los. Ich habe dir nur etwas mitgebracht, als kleines Dankeschön für deine Liegestätte. Wobei, das klingt falsch. Für deine Unterkunft. Oder meine Unterkunft. Entschuldigt bitte. Und würde ihr die Das macht sich Blumen reichen? bestimmt hier auf dem Altar ganz gut. Dankeschön. Gerne. Zudem habe ich noch zwei Suchende mitgebracht, die eine Unterkunft suchen. Hättet ihr vielleicht eine Überlegung, wo sie unterkommen könnten? Herzlich willkommen. Kommt herein, kommt herein, kommt herein. Darf ich vorstellen, das ist Snorri, Fenhildes Snorri und Shayariel, richtig? Korrekt. Fayama. Und entschuldigt mich kurz, ich werde mich sofort um die Halsscheite kümmern. Und Lumin würde nochmal losgehen. Ja, also willkommen, Snorri. Ihr, Dankeschön. euren eurem Aufmachung her kommt ihr von sehr weit her. Ja, ich komme aus dem alten, altehrwürdigen Olport.
Das sagt mir nichts, aber ja. Es ist an der Küste in Torwal. Torwal, genau, das war's. Genau, da kam ich nicht drauf auf den Begriff. Das ist aber echt sehr weit weg. Was führt euch her? Eine große Aufgabe, vermute ich. Habt ihr eine Idee, wo wir einen Schlafstand finden können? Ihr könnt gern auf dem Boden schlafen, also oben. Das wird etwas eng, vor allen Dingen bei eurer Größe, aber besser als im Freien, oder? Obwohl zu dieser Jahreszeit regnet es nicht so oft. Kann auch sehr schön sein draußen. Auf der Blumenwiese oben am großen Baum wäre auch noch Platz, bestimmt. Das klingt auch gut. Vielleicht wäre das ein Ort für mich zum Übernachten. Ja, bestimmt. Ich würde den Heubau bevorzugen. Ja, jeder so, wie er gerne mag. Wie viel kostet das, die Übernachtung? Alle sind herzlich eingeladen, am Herdfeuer der Göttin Dravia sich zu wärmen. Das ist großzügig. Das klingt doch ganz gut. Hab Dank. Ja. Feuer klingt nett. Ja. Das Feuer brennt, wenn ich es kann und ich genug Holzscheite bekomme, immer. So, ja, und ich werde mich dann mal daran machen, über dem Feuer ein bisschen einen Kessel aufzuhängen und etwas Eintopf vorzubereiten. Die Leute, die hier untergekommen sind, müssen ja nun auch versorgt werden. Oh, habt ihr etwas gejagt? Nein, ich wollte ein bisschen Wurzelgemüse nehmen. Das ist sehr löblich. Das klingt sehr gut. Bin nicht so bewandert im Jagen. Das überlasse ich lieber Jägern. Gibt es hier Jäger in diesem Ort? Ja. Elfische Jäger? Auch? Ist gut zu wissen. Vielleicht kann ich die Tage einmal treffen. Oh, seid ihr wegen der Jagd hier? Nein, eigentlich eher bin ich auf der Suche nach Wissen und nach anderen Elfen, die mir vielleicht Antwort geben können. Aber da ich selber viel im Wald unterwegs bin und auch für die Jagd verantwortlich in meiner Sippe, dachte ich, vielleicht wäre es ein guter Anfang, erstmal die anderen elfischen Jäger zu treffen. Aber vielleicht ergibt sich auch etwas anderes. Eine Fae auf der Suche nach Wissen, das ist aber etwas sehr Seltenes. Ich kann euch empfehlen, also beim Suche nach Wissen kann man immer bei mir Sendeschrein nachgucken oder in der Akademie. Akademie? Ja. Das klingt interessant. Ja, einer meiner Gäste hier ist auch ein Magier, der sehr viel Kauderwelsch von sich gibt mit komischen, auch gestellten Worten, die ich nicht verstehe, aber der weiß, glaube ich, auch ganz viel. Ist das ein Mensch oder ein Elf? Ich glaube, der hat immer so einen merkwürdigen Turban um und der seine Ohren verdeckt. Ich weiß nicht genau, noch nicht nachgeguckt, aber ist das wichtig? Weiß nicht, ob ich mich zu viel mit Menschen abgeben sollte. Nicht, dass ich irgendwann nicht mehr zurückkeuern kann in meine Sippe, aber naja, wer weiß. Vielleicht ist das jetzt erstmal so. Ja, dieses, wie nennt ihr das? Badok, nicht wahr? Ja, das kann ein Problem sein, glaube ich. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber wenn ihr hier übernachten wollt oder was zu essen wollt, dann fühlt euch herzlich eingeladen. Danke. Ja. Ach, da kommt Lumin ja wieder. Mit dem Holzscheiten, sehr gut. Kann mir jemand die Tür aufmachen? Kommt dann voll beladen mit mehreren Holzscheiten hochgestapelt. Nicht höher als sein Kopf, aber so, dass er auf jeden Fall deutlich schlechter sehen kann, gerade wenn es nach vorne geht. Kommt er ein bisschen seitlich an. Ich mach dir die Tür auf. Ich nehme dir mal ein paar Holzscheite ab. Oh, vielen lieben Dank. Dankeschön.
Ja, da und man kann das, glaube ich, unterm Altar kann man das ganz gut stapeln. Ja, ich habe gesehen, wo ihr die letztens hergeholt habt. Ich tue sie einfach dazu. Könnt ihr mir dann noch hier beim Dreibein helfen für den Topf? Ich bin jetzt nicht so der Handwerker, aber ich kann. Nur hochheben, also das wird ja Ach wieder. so, ach so, ja, natürlich. Ja. Machen wir mal. Also, ich werde erstmal meine Holzscheite loswerden und wenn die fertig sind, würde ich Sehr gut, sehr gegebenenfalls auch gut. Ja. helfen. Ich werde nachher auch noch, wenn es fertig ist, etwas davon rüberbringen in die Herberge. Da kann ich euch auch gerne bei weiterhelfen. Ich meine, wenn ihr uns immerhin hier so gut verköstigt. Ich nehme jede Hilfe gerne an. Gut. Ja, und wisst ihr schon, wo ihr jetzt übernachtet? Ich werde hier übernachten. Ah, ich hoffe, ihr schnarcht nicht. Ich hoffe auch. Es soll hier einen Baum in der Nähe geben auf einer Blumenwiese. Vielleicht werde ich dorthin gehen. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Aber hier gibt es ein paar sehr schöne Ecken. Ja, der Baum ist drüben bei der Waldesruh, bei der Herberge. Ah, dann, falls wir nachher zur Herberge gehen, kann ich da ja gleich schauen. Ich kann euch führen. Ich war ja zumindest schon mal da. Braucht ihr noch was? Das Essen wird wahrscheinlich später erst fertig sein, richtig? Das ist richtig, aber wenn ihr bei der Herberge seid, dann komme ich da ja eh hin und kann euch dann was mitbringen, wenn ihr möchtet. Ja, ich versuche vorher da zu sein, damit ihr den Kessel nicht alleine tragen müsst. Das kriege ich schon hin. Das mache ich ja nicht das erste Mal. Gut, wie ihr möchtet. Und zur Not frage ich einfach jemanden auf der Straße. Sehr gut. Das war ein freundlicher Ort. Dann bis später. Auf jeden Fall. Ich habe, selbst aus der Herberge habe ich noch nie jemanden rausschmeißen gesehen. Was ist das für eine Herberge? Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich bin selber erst ein paar Tage hier, aber seitdem, ich habe noch nie jemanden irgendwie schimpfend über die Straße rufen hören. Ich weiß nicht, ob irgendein Zauber hier rüber liegt, aber Anscheinend. es Das ist ist ja normal. erholsam, würde ich sagen. Jetzt will ich aber den Baum sehen, unter dem man meint, schlafen zu können. Ah, wer macht denn sowas? Ah. Okay, dann folgt mir. Also lauft ihr drei Richtung Herberge, während Aricio oder wie auch immer man ihn ausspricht, dort schon ein Zimmer bezogen hat. Und gerade sehr interessiert den Herrn am Tresen begutachtet aus einer etwas dunkleren Ecke heraus, denn den hast du schon mal gesehen. Der war nämlich vor einiger Zeit, bevor du losgelaufen bist, um nach Gerasim zu reisen, in eurem Tempel. Und zwar handelt es sich um den Magier, von dem du den Auftrag erhalten hattest damals. Ich dachte, ich bin mit dem gemeinsam hergereist. Ja, ihr seid zusammen losgereist, aber dann ist er quasi ist sein Weg wieder zurück nach Belhanka hat ihn gezogen und eure Wege haben sich getrennt. Und er hatte dir auch gesagt, dass er euch hier wieder trefft. Allerdings hättest du nicht gewartet, dass er vor dir hier angereist ist. Anscheinend ist er nämlich irgendwie hier ziemlich vertraut schon. Der gute Hilberto Castellani. Das ist wirklich sehr merkwürdig, da ich relativ schnell hierher gereist bin mit dem nächsten Handelsschiff nach Riva und von dort aus direkt weiter den Weg entlang. Groß verlaufen habe ich mich auch nicht. Boah, wird schon seine Richtigkeit haben. Ich beobachte ihn. Ja, der hat ein großes Buch aufgeschlagen und hat sich nun auf einen großen Hocker gesetzt und blättert darin herum. Den großen ausladenden Turban immer auf dem Kopf. Hat ein Wasser bestellt und auch bekommen. Ja, ich
Ich hole auch erstmal aus einer meiner Taschen so ein Oktav heraus. Die Phileas und Gesänge von Ohm Volker. Die habe ich mir ja. Das ist eins der beiden Bücher, das ich mir gekauft habe, bevor ich dann losgereist bin. Das ist das eine. Und das zweite ist von Garibaldi Miloko, Studien über das Elfenvolk. Keine Ahnung von Elfen. Ja, und hier laufen so viele rum. Ja, ich habe mich halt vorher über Gerasim informiert, aber. Der Wirt ist übrigens auch ein Halbelf. Ja. Und er wollte von dir kein Geld haben für die Übernachtung. Selber schuld. Habe ich nicht weiter kommentiert. Genau. Ich werde dann einfach so ein bisschen da drin schmökern, werde gucken, ob der sich einfach in sein Buch da vertieft. Und sollte er das tun, setze ich mich dann einfach mal irgendwann so ein bisschen lässig ihm gegenüber. Der ist ja Ganz am normal. Tresen, ne, auf so einem Barhocker. Ach so, Weißt du, am wenn Tresen. du, Ich dachte, am genau. Tisch. Okay. Nee, wenn er am Tresen sitzt, dann sitze ich mich einfach neben ihn. So ganz selbstverständlich. Dann fällt sein Blick dann tatsächlich auch herüber zu dir. Er erschrickt ganz kurz. So, brat mir doch eine Ente. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, dass ihr so schnell hier auftaucht. Habt ihr Hunger, hochgelehrter Herr? Ein bisschen schon. Aber eher nach einer schönen, saftigen Grangora-Ente und nicht nach dem, was es hier so gibt. Wieso sollte ich langsamer hier angekommen sein als ihr? Ja, weil ich auf magischem Wege gereist bin mit meinem Begleiter. Ein magischer Begleiter. Nein, 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 eine Art Leibwächter, würde ich sagen. Ein magischer Leibwächter? Nein, Gucke nicht ich mal. magisch, sehr, sehr weltlich. Aus Weiden. Das war diese Sache. Ich wollte ja eigentlich nach Belhanka zurück und dann bin ich von dort aber nochmal wieder abgereist, weil es mich eine dringende Sache mich nach Weiden führte. Ein Hilferuf eines fernen Bekannten. Und seinen Sohn habe ich nun seit dieser Sache dort im Schlepptau. Also habt ihr einen adligen Sohn in den Schlepptau genommen und der ist jetzt Ja. euer Leibwächter. Und der ist aber nicht magisch. Nein, so ganz und gar nicht. Aber ihr seid auf magischem Wege gereist, habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig, ja. Wollt ihr mir verraten, wie? Ein gut ausgeführter Transversalis, wenn euch das was sagt. Ich kann es mir herleiten. War von Weiden aus auch nicht so, nicht so weit. Er müsste auch irgendwann jetzt hier irgendwie ankommen, wenn er sich nicht wieder verquatscht hat mit der Travia-Geweihten. So, und hier ist das Gasthaus. So, Lumin kommt wie bestellt gerade in die Taverne mit seinen zwei neuen Das Freunden. ist also ein Gasthaus. Ja, Hätte ich mir größer vorgestellt. das, Das was einem ist menschlichen Gasthaus am nächsten kommt, auf jeden Fall. ein Haus aus Stein und Holz gebaut, um einen großen Baum herum. Quasi, dass der Baum in der Mitte der Schenke ist. Auch zweigeschossig. Dann führt so eine kleine Wendeltreppe am Baum entlang nach oben ins erste Geschoss. Und dann gibt es halt noch einen Thekebereich, einige Tische. Und den etwas hageren, halbelfischen Wirt, der freundlich euch zuwinkt, als ihr die Tür aufstoßt. Ich nicke etwas verhalten. Ich lächle freundlich zurück und. Ah, Hilberto, und hast du ein Zimmer gekriegt?
In der Tat, ja. Ich habe verhandelt und ja. Er wollte eigentlich nichts, aber ich fühle mich dabei ungut. Deswegen habe ich ihm ein paar Rubine überlassen. Warum auch nicht? Wer ist dein Freund? Ist das der Schlepptor-Lümmel? Bitte? Der bitte was? Bitte was? Also das ist der Lumin Geldor von Tralo. Lumin, sag ich doch. Wer die anderen beiden sind, weiß ich allerdings nicht. Darf ich vorstellen, Snorri und Shayamiel. Und euer Freund Hilberto, wer ist das? Darf ich vorstellen? Ich mache das selbst. Vielen Dank. Riccio Ludovico di Grangor. Mondschatten des Fex. Hilberto zieht so eine Augenbraue hoch. Ah ja. Der Listige mit euch. Und mit euch, eine Ehre. Das war mir zum Große. Ja, was auch immer. Hallo. Hallo. Also Snorri und Shayariel sehen den Hilberto ja zum ersten Mal. Das ist ein hochgewachsener Mann, ungefähr Anfang 40, würde Snorri ihn schätzen, weil Shayariel ist das immer so schwierig irgendwie mit dem Schätzen von Alter von Menschen. Die verwelken immer so schnell und sind dann irgendwie direkt tot, keine Ahnung. Schwarze Haare unter dem Turban, braune Augen. Und ja, diesen Magiergewand offen mit vielen merkwürdigen Symbolen drauf bestickt, lächelt euch sympathisch an. Gilberto Castellani, könnt ihr mich nennen. Magister, aber da lege ich keinen großen Wert drauf. Magister. Was ist ein Bär? Magister? Eine Art Lehrer. Genau, ja. Ich habe hier eine kurze Lehrtätigkeit hier an der Akademie angenommen. Das heißt, du bist so ein Mensch, der Wissen hat. Ja, so könnte man das ausdrücken. Ich bin. Snorri Ragnarsson, Schiffsbauer aus Olport. Ein Schiffsbauer. Gucke mir den jungen Mann an. Ist ja nun jünger als ich. Jetzt bin ich noch neugieriger, was ein Schiffsbauer nach Gerasim gebracht hat. Ich wollte es auch gerade fragen. An Holz mangelt es nicht? Ich gehe währenddessen zum Tresen und bestelle schon mal drei Bier. Ich guck suchend zu unserem Fexgeweihten. Ihr auch eins? Sagt bitte, wie rede ich euch korrekt an, edler Herr? Lumin reicht. Beiden. Sehr angenehm. Ich nehme dann an, die drei Bier sind auch für euch. Tatsächlich für meine Reisegefährten. Deswegen frage ich, ob ihr auch eins möchtet. Ich flüstere dir so zu, ihr solltet der Elfe kein Bier anbieten. Sie möchte es aber probieren. Bin mir da noch nicht sicher, aber ich kann ja mal dran riechen. Lieber nicht, probiert es direkt. Aber nimmt einen kleinen Schluck. Ich hole noch mal meine Elfenstudien raus und da steht eindeutig, Elfen werden rasend, wenn die Alkohol trinken. So genau weiß ich das nicht. Ich auch nicht, ich lese es halt nur hier und zeige ihm Großartig. den Absatz. Tut es nicht, bitte. Tut uns allen den Gefallen. Gibt es auch etwas anderes zu trinken? Klares Quellwasser? Lumen entscheidet sich dafür, das dritte Bier dann doch Alriccio zu geben. Und zu sagen, ihr könnt ja mal meinem riechen und schauen, ob es ansatzweise was für euch ist. Wenn nicht, dann gibt es bestimmt auch hier reines Quellwasser. Dann werde ich das selber mal bestellen. Ja, der Wirt schaut dich auch mit so großen Augen an. Ihr solltet wirklich keins dieser Biere trinken. Das ist Gilberto. vergorener Saft aus Gerste. Ja, ich kenne
Gefrorene Früchte, das muss ich nicht haben. Ja, die Menschen hier mögen das Gift zu sich zu nehmen. Ist ja gut, menschliche Bräuche. Ja. Dann bleibe ich wohl bei Wasser und schau, was das mit den Menschen so tut. Mein Vater hat sich auch in den Ruin gesoffen, weil er davon zu viel getrunken hat. Ah, das tut mir leid. Travia gefälliger Alkoholgenuss ist gar nicht so schädlich. Wenn man es nicht übertreibt, ja schon, aber man verträgt auch nicht jeder etwas. Und bis Wenn jetzt man habe auf ich dem noch. Boden liegen kann, ohne sich festzuhalten, ist man noch nicht betrunken. Bis jetzt Das habe ich wird noch schon. keine Fee gesehen, die das Gift gut vertragen hat. Gut, dann lässt man das vielleicht. Aber wie gesagt, wenn ihr neugierig seid, ihr könnt gerne bei mir einmal probieren. Wenn nicht, dann lassen wir das. Hilberto, möchtet ihr auch was? Ich habe hier noch das Wasser. Ah, auch ein Wassertrinker. Gut, Ja. dann. Was dagegen? Nein, überhaupt nicht. Mein Vater sagte früher immer, Wasser macht krank. So ist es. Mein Vater hat immer gesagt, Wasser ist zum Waschen da. Es kommt, glaube ich, auch selber raus. Ja, ich würde mich an einen Tisch setzen und die anderen quasi eine einladende Geste machen. Ich bin noch etwas skeptisch, aber ich setze mich mal dazu. Vielleicht bekomme ich ja doch noch Wissen und weiß, wie das mit der Akademie funktioniert. Dann setze ich mich doch mal dazu. Ich würde meinen Becher erheben und so in die Runde halten, den Becher, dann auf neue Bekanntschaften. Auf neue Bekanntschaften. Stol Und trinkt einen Schluck. So, Herr Schiffszimmermann, was treibt euch her? Oder braucht ihr noch ein, zwei weitere Bier? Das Bier ist übrigens ziemlich dünn, Snorri. Wenn ihr das hier Bier nennt, dann habt ihr noch kein torwasches Bier getrunken. Das ist das, was am nächsten ein Bier ist, was in diesem Ort existiert, kann ich euch sagen. Na, nun denn. Nun denn, so soll es dann sein. Ich war noch einmal mit auf dem Weg nach Süden. Und dann habe ich dieses Schiff gesehen und habe gedacht, das müssen wir uns angucken. Ich hatte so ein Gefühl im Hinterkopf, Mensch, das lohnt sich anzuschauen. Ein Schiff im Nebel. Ein horasisches Schiff. Im Prima Golf. Ich habe gedacht, das muss man untersuchen. Wie wahrscheinlich jeder andere Torwaller, der vorbeigekommen wäre, hätte er auch gedacht, nicht wahr? Ja. Hilberto, Hilberto, machst du untersuchen? Ah, untersuchen, so ist es. Und dann, Verstehe. ja, und dann war da nur noch ein Schiffsjunge drauf. Was mit dem Rest der Crew passiert? Wenn ich das wüsste, wenn ich das wüsste. Und wenn ich das damals schon gewusst hätte, dann hätte ich dieses teuflische Schiff nie betreten. Okay. Teuflisch. Erzähl weiter. Ah. Ein Spitzohr, dieser Schiffsjunge. Ihr solltet vielleicht in einer Elfenstadt nicht abfällig von Elfen sprechen. Ah. Nur ein kurzer Tipp. Nun gut, nun gut. Er war ein Elf, aber er war ein komischer Elf. Weil ein Elf war, durch den ich ein wenig später, dem ich ein wenig später meine Axt in die Schulter rammte und sie wuchs einfach wieder zu. Jetzt wird Lumens Gesichtsausdruck plötzlich von amüsiert und lächelnd zu ernst. Das kommt mir doch. Das war gruselig. So was habe ich im Leben. Ich habe viele Winter gesehen. Viele schwere Winter. Viele kalte Winter, viele dunkle Winter, aber so viel Dunkelheit in einer Person ist mir noch nicht begegnet. Wie sah Und der Junge
Obwohl, wie sah der Junge aus? Ja, so aschfahl. Und hatte der immer Hunger? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe so Wesen gesehen. Die hatten immer Hunger. Die hätten nicht so blutiges Reh essen. Die waren auch ganz Er konnte aschfahl sich. und dann waren sie ganz heiß und dann. Es war ganz komisch. Und man konnte sie nicht so richtig töten. Lumen schaut so zu Hilberto. Der schaut mit einem interessierten Blick zurück. Es ging ihm so um so ein Kästchen mit einem Zettel drin. Und dann wollte er nicht verraten, was auf dem Zettel draufsteht. Den Zettel gegessen und gelacht. Das Und klingt er hat sich eklig. in andere verwandelt. Das klingt nicht wie ein Elf. Er hat so getan, als wäre er meine ganze Crew. Und wer weiß, wo meine ganze Crew untergekommen ist. Wie, und er hat dich gehen lassen? Oder es hat dich gehen lassen? Ja. Und ziehe, also ich mache mal so meine Tasche auf. Und ich sollte dann etwas hier hinbringen. Diese Kreatur hat dir gesagt, du sollst etwas hier hinbringen? Nein, es kommt mir heute vor wie ein Traum. Es ist lange her und es war so, es ist alles durcheinander geraten in meinem Kopf. Aber es war klar, ich muss. Und jetzt mache ich so ein bisschen die Tasche auf und ziehe so dieses Kästchen halb vor. Dieses Kästchen muss ich hier hinbringen. Ist dieses Kästchen mit dem Zettel. Nein, den Zettel hat diese komische Kreatur gegessen. Lumin Kommt mir diese. kommt dieses Kästchen ziemlich bekannt vor. Ich wollte schon gerade sagen, kommt mir das vielleicht irgendwie bekannt vor? Was zu den Zwölfen? Darf ich es sehen? Und hält die Hand hin. Aber ich kriege es gleich wieder. Ja, okay. Ihr seid nicht der komische Typ. Ich bin kein komisch. Ich bin ein anderer komischer Typ. Okay. Ihr seid alles komische Typen. Dann haben wir wenigstens was gemeinsam. Ihr habt mir ein Bett organisiert und habt mir Bier geholt. Sonst würde ich verlangen, dass ihr euch in den Arm schneidet, damit ich sehe, dass ihr ihr seid. Vertraut mir. Lieber Den Arm Snorri, schneiden. darf ich euch eine Frage stellen? Ja. Ihr misstraut diesem Wesen, das euch den Befehl gegeben hat, dieses Kästchen nach Gerasim zu bringen? Es war oder hat es gesagt, dass es auf keinen Fall hierher soll? Das könnte also Wäre ein bedeutender Unterschied. in der Tat, aber ich Was glaube, ist das denn für ein Kästchen? es ist ein vermaledeiter Holzkasten. Ah, ich bin zu viele Winter unterwegs gewesen. Lumen hält noch mal auffordernd die Hand hin. Ich nehme ihm das Bier weg. Snorri hat auch, seit er das Kästchen hat, fast jede Nacht von diesem Ort hier geträumt. Es war so, es zog mich einfach hier hin. Und so sieht das Kästchen aus. Ich stelle es auf den Tisch. Lumen würde es nehmen, anschauen, umdrehen. Ist es das Kästchen? Ja. Das ist das Kästchen, das ich auch kenne. Ja. Ich mache das Kästchen auf. Wo genau habt ihr es gefunden? Auf einem Schiff, auf einem horasischen Schiff. Und es war nur ein Zettel drin? Kein Pflock? Ein Flock. Flock. Ein angespitzter Holzpflock halt. Allerdings besonders. Macht das Kästchen wieder zu. Scheint ein wenig träumend auf dieses Kästchen zu gucken. Und etwas widerwillig anscheinend schiebt das Snorri wieder rüber.
Snorri, macht euch wegen dem Zettel keine Sorgen. Da stand nur ein horasischer Witz drauf. Ich gucke verwirrt rüber. Was? Kennt ihr das auch? Ja, ich habe ihn da reingelegt. Was? Wenn ihr ich habe ihn da reingelegt. Wenn ihr dort etwas hineingelegt habt, was? Habt ihr daraus vorher was herausgenommen? Ja, den Flock. Ihr habt den Flock und jetzt Körperspannung komplett anders Volumen. Schon fast aufgesprungen, aber irgendwas scheint ihn magnetisch noch auf diesem Stuhl zu halten. Wo ist der? Zeig auf den Magier. Ich gucke Horatio an. So, ja. Alberto. Ja, da war was, was ich vergessen habe. Stimmt, ihr habt du suchtest ja den Flock. Wir reisen ein Jahr und ihr vergesst uns, vergesst mir dann zu sagen, dass wir das gefunden haben, was wir seit über einem Jahr suchen? Ja, ich war beschäftigt mit dem Transportzauber. Also, Lumen versucht gerade irgendwie nach Worten zu finden, weil es gerade so gar nicht. Ich hatte, nimmt sich dann hier, Bier, schaut, trinkt noch hier mal. Schaut auf meinen Notizzettel. Seht ihr? To-Do-Liste. Wo also ist der Flock? Eine Liste zum hier. Rasieren und. Lumi legt die Hand auf Hilbertus Notizzettel. Wo ist der Flock? Hier steht's. Lumin den Flock zurückgeben. Bin ich bis jetzt noch nicht zugekommen. So, Hand auf seine Hand gelegt und dann so Lumin den Flock geben. Jetzt stehe ich auf, stelle mich hinter Lumin, lege ihm sachte die Hand auf die Schulter. Gemach, edler Herr. Gemach. Hetzt den Mann nicht. Setzt euch bitte wieder hin, ganz in Ruhe. Entspannt euch. Er wird ihn uns jetzt gleich geben. Keine Sorge. Also eigentlich hatte ich vor, ihn zuerst untersuchen zu lassen von Magister Magister Silberhaar. Das ist ein göttliches Artefakt. Was wollt ihr von einem Magier das untersuchen lassen? Naja. Die Umstände, die du ja weißt, wie dieser Pflock eigentlich entwendet wurde. Beziehungsweise wie er. Oh, die weiß ich noch sehr gut, ja. Gemach. Ich guck dich ein bisschen scharf an, tatsächlich, aber. Also die ganzen Umstände, die uns dazu gebracht haben, uns möglichst schnell hier nach Gerasim zu bewegen, für das ich dieses ausdrückliche, schwierige, transversales Ritual in Belhanka einrichten musste, um. Ja, ich weiß doch, dass mir hinterher etwas übel war, ja. Ja. Womit ich fast meine ganze Kraft aufgebraucht habe. Die ganzen Umstände machen mich stutzig. Und ich glaube, es gibt niemand Weiseren als Professor Silberhaar, dem man diese ganzen Umstände, was die ganzen elfischen Kontakte angeht. Nun, es gibt keinen, der besser über Elfen Bescheid weiß als Magister Silberhaar. Okay, aber. Frag dir nicht eine Elfe. Darf ich ihn Elfen sehen? Elfen wissen sicherlich besser Bescheid über Elfen als Magister. Wenn der Magister ein Elf ist, ist es vielleicht eine Win-Win-Situation. Das kann sein. Nein, er ist ein Mensch. Kann ich. Also, habt ihr den Flock da? Ja, er ist oben im Gepäck. Hm. Ihr hattet ihn schon im Gepäck? Das ist ja gut. Ja, natürlich. Setz sich so ein bisschen frustriert gerade so wieder auf den Stuhl. Hier steht's halt. Ich wollte ihn ja zu, aber ja. Bin noch nicht dazu gekommen. Kann ich dabei sein, wenn dieser Magister ihn untersucht? Das Buch lesen und ein Wasser trinken kommt eindeutig vor, Lumin den zurückgeben. Ich bin sehr genau, was meine Liste angeht. Ja, Hilberto, ich weiß. Das habe ich schon einige Male mir die Zähne ausgebissen. Der Tag muss genau strukturiert sein. Ja, korrekt. Ihr wart ein Jahr lang miteinander unterwegs, ja? In etwa, ja. Nun, ihr wisst genau, wenn die Liste nicht von oben nach unten abgearbeitet wird, gibt es nur Stress. Mhm. Ja. Ja,
Stimmt. Man sieht so seine Fingerknöchel so ein bisschen weiß werden. Er ringt um Contenance. Soll ich ihn holen gehen? Ich wäre ihm sehr verbunden. Aber wir müssen ihn auch zu Magister Silberhaar bringen. Das können wir gerne machen. Ich will ihn nur in sicheren Händen wissen. Das ist alles. Na schön. Dann Bis bis gleich. gleich. Greift noch mal zum Bierkrug und trinkt noch mal einen kräftigeren Schluck. Ich schieb das Norrisbier auch noch hin. Der Mann macht mich wahnsinnig. Warte, du nimmst deinem Torwaller nicht dein Bier weg. Erstens hast du gesagt, dass dieses Bier eh Mist ist. Zweitens redest du schon wirr genug. Du solltest aufhören zu trinken. Ernsthaft. Ich rieche mal ein bisschen an Was? dem Bier und finde es eher widerlich. Also, Aber das Quatsch. ist doch von Mabo geleitet, bitte, dass wir hier an einem Tisch sind. Wenn ihr von diesem Käst, wenn ihr beide dieses Kästchen in der Hand hattet mit dem Flock und gucke zu der Elfen rüber, Ich ihr hatte mit kein irgendwelchen Kästchen. hungrigen Wesen, die Das. nach Blut gierten, hatten sie spitze Zähne? Ja. Und Waren ich es glaube, sie Menschen, die haben sich vorher auch normal gebissen. verhalten haben und plötzlich in tierische Raserei oder sowas verfallen sind? Ja, sie wurden ganz heiß und wir dachten, sie seien krank. Und dann haben wir sie gepflegt und gefüttert und dann waren sie ganz komisch. Und ich glaube, sie haben etwas mit meiner Freundin gemacht. Die hat sich dann in den Wald zurückgezogen. Ich glaube, sie hat auch diese Menschenkrankheit bekommen. Also wenn es die Krankheit ist von diesen Kreaturen oder diesem... Also, Aber können Elfen solche Menschenkrankheiten kommen, wo man dann so. das weiß ich nicht, ich bin kein Arzt, aber hat diese Kreaturen übermenschliche Kräfte? Das frage ich eine Elfe, entschuldigt bitte. Also ich fand sie. Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so oft auf Menschen getroffen bisher. Also ich glaube, für Menschen war das schon eher außergewöhnlich, aber. Habt ihr schon mal was von Vampiren gehört? Nein, was ist das? Bluttrinker, dämonisch Besessene oder vom Namen los Verführte, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall götterverfluchte Kreaturen. Übermenschlich stark, übermenschlich schnell. Da müsste ich in Es den hat alten mir. Liedern forschen, ob wir von diesen Wesen wissen. Es hat mich ein paar gebrochene Rippen und einen gebrochenen Arm gekostet, eins von diesen Kreaturen zu bezwingen. Man kann Respekt. sie auch füttern. Manchmal sterben sie dann. Ach, diese Kreaturen würde ich beileibe alles mit tun, aber nicht füttern. Und sie haben unfassbare Widerstandskräfte. Ich habe nur mit Glück gesiegt. Das stimmt, man konnte sie auch nicht mit meinen Waffen besiegen. Das erinnere ich noch. Wie habt ihr diese Kreatur besiegt? Auch den Kopf vom Rumpf getrennt? Das wäre wahrscheinlich die klügere Idee gewesen. Und wie habt ihr es dann geschafft? Tja, es ist so lange her. Ich glaube, ich habe einfach was zu essen gefunden und da reingesteckt. Und dann ist er gestorben. Ihr habt was zu essen, den Kreaturen? Vielleicht waren es doch keine Vampire. Es Nüsse waren waren so es. Nüsse, magische Nüsse vielleicht? Ich weiß nicht. Was für magische Nüsse? Aber alles andere hat einfach nicht funktioniert. Gut, ich weiß nicht, was ihr Kein in Pfeil, eurem... kein Bogen, kein Dolch, aber die Nüsse? Ne, die waren da in diesem Wagen, mit dem die hergekommen sind zu uns, in unsere Sippe. Den Beutel hast Der du auch noch. Ja, genau, ich habe diesen Beutel noch Ist ein mit den merkwürdigen Nüssen. Symbol drauf. Und da ist dieses Symbol. Vielleicht Darf waren ich das sehen? so Zaubernüsse. Ja, klar. Schauen wir mal dieses Symbol auf diesem Beutel an. Ja, das ist ein Kreis. Und ich hatte das doch auch noch irgendwo als aus dem Prelude noch als Bild. Auf jeden Fall wird Lumin das erkennen. Erst recht wird Alrizio das erkennen, das Bild. Bildnis. Ah, ich habe es schon wieder gelöscht. Schade. Ja, es ist ein Kreis mit einer Art Dreieck da drin. Ein eindeutig für Lumin und Alrizio. Genau, da halt es mal näher in die Kamerapölle. Wenn man es so recht irgendwie sehen. Ein Symbol des Fecks.
Dann wendet Lumins Blick gleich zu Alricio. Seit wann verteilt der Fex-Tempel Nüsse? Alricio bekommt, sieht, also erinnert sich auch an diesen schön gestalteten Beutel. Ja. Das ist ziemlich einzigartig, dass man so einen Beutel hat. Ja, eigentlich nicht. Aber sagen wir es so, er hat es verdient. Deswegen habe ich ihm gesegnete Nüsse gegeben. Diese Nüsse sind von euch gekommen. Okay. Wenn irgendjemand an Zufall denkt, ich mittlerweile nicht mehr. Was? Und Snorri, dass du mit dem Leben davon gekommen bist, ich denke, die Götter wachen oder zumindest dein Svafnir wacht über dich. Das, also, ne? Ich streiche mir kurz in den Rücken. So ist es. So ist es. Sonst wird man nicht so viele Winter alt, ohne dass etwas Großes passiert. Aber vielleicht ist das die große Geschichte, nach der ich noch gesucht habe. Hm. Oh, nicht, dass sie zu groß ist. Aber wenn die Götter wollen, nun gut, wenn wir den Flock haben, ist meine Aufgabe eigentlich erledigt. Aber wer weiß, was dieser Magister noch dazu gesagt hat. Was ist deine Aufgabe? Meiner Familie wurde das dieser Flock und ein anderes Artefakt zur Bewachung übergeben vom Boron-Tempel. Und eins der beiden Stücke, nämlich dieser Flock, wurde von einem elfischen Vampir namens Ganayon gestohlen. So hieß der Schiffsjunge Snorri. Sag den Namen nochmal. Also ich bin mir nicht sicher, ob er so heißt, aber er hat darauf reagiert. Ganayon. So hat sich der Schiffsjunge genannt. Zufall. Es ist aber wirklich merkwürdig, diese vielen Zufälle, das kann doch nicht sein. Das ist vom Schicksal gefügt. Ich befürchte, mein Auftrag ist noch nicht erledigt. Wo eigentlich bleibt? Dachte ich, ich suche hier was anderes, aber nun scheint die Geschichte eine andere Wendung zu nehmen. Aber vielleicht kann ich das Schicksal meiner Freundin, der Elfin, endlich aufschlüsseln und weiß, was mit ihr passiert ist. Wo bleibt Hilberto? Guckt so nach oben. Er kann vielleicht mehr darüber sagen, gerade was diese Krankheit angeht. Nicht, dass das. Wobei, wir hatten in unserem Dorf eine alte Dame, die plötzlich eine solche Kreatur geworden ist. Vielleicht ist diese Krankheit, dieser Fluch übertragbar. Denn die alte Dame ist lange bei uns im Dorf bekannt gewesen und plötzlich waren sie des Wahnsinns und wurde von ein paar Herren der Marburg-Kirche festgesetzt, beziehungsweise der Boron-Kirche. Sie haben extra eine Garnison zu uns geschickt, beziehungsweise ein paar gut ausgebildete Männer mit entsprechendem Wagen. Und ich habe reingeguckt und sie war wahrlich von Sinnen und hatte Kräfte, die sollte eine alte Frau nicht haben. Ich befürchte, wenn deine Freundin eben jenen Fluch bekommen hat, ist sie eine Gefahr für deine gesamte Sippe. Sie hat sich versucht, in den Wald zu begeben, um sich zu schützen und die anderen auch, aber wer weiß, ob sie zurückgekommen ist. Also wenn diese Kreaturen immer so Hunger haben und wenn sie Blut trinken und eine Sippe das Nächste ist, was es findet und vielleicht Tiere nicht aushalten, vielleicht hättest du ihr einen Gefallen getan, hättest du sie ermordet. Aber ich kann doch keine Elfen ermorden. Vielleicht ist sie keiner mehr. Dann muss ich vielleicht schnell zurück. Aber vielleicht sind sie auch schon alle tot. Aber was soll ich denn tun? Ohne Sippe werde ich verloren sein. Vielleicht
findest du jemanden Gerasim oder das Schicksal hat uns zusammengeschweißt. Wir werden es erleben, was mit dem Flock zusammen herauskommt. Und vielleicht können wir mehr über diesen Ganarion erfahren und über seine Geschichte. Wenn man irgendwo was darüber über Elf, über einen Elfen erfahren könnte, dann wahrscheinlich hier. Aber sagt euch der Name, der Ganarion, irgendwas? Na dann. Aber vielleicht ist es gut, hier zu forschen. Vielleicht kann ich meine Elfen doch retten. Vielleicht gibt es einen Heilzauber. Ich würde es dir wünschen. Aber wenn, dann wird Hilberto mit seinen Kontakten wahrscheinlich um einiges mehr herausfinden können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Pflock und diese Krankheit, von der ihr sprecht, miteinander verbunden sind, so wie unsere Geschichten miteinander verbunden sind. Kann das sein? Vermutlich. Dieser Pflock soll angeblich gegen solche Kreaturen eingesetzt werden können. Hat das schon einmal jemand versucht, diesen Pflock einzusetzen? Nicht Wenn von wir magische Nüsse helfen und enthaupten, sicher, dass dieser Pflock hilft? Nein, ich habe nur etwas grob über diese Geschichte, diese Artefakte. Ich hatte andere Dinge zu tun und ja. Also, wir werden sehen. Ich gucke mal nochmal hoch. Hilberto ist immer noch nicht unten. Der kommt gerade. Ach so, okay. Runter. Wie ist sein Gesichtsausdruck? Der schaut ganz munter Richtung Lumin. So, da wären wir wieder. Moment, steht auf. Überreicht dir so in ein Samtzuch eingeschlagenes, längliches Stück. Ich schlage es vorsichtig auf. Ja, ist der Flock. So kurz davor, ihn zu berühren und schlage ihn dann wieder zusammen. Also das Tuch wieder um. Es tut mir sehr leid, Lumin. Ich hätte dir das vielleicht früher. Entschuldigung angenommen, Hilberto. Das ist nicht dein Fehler. Es war nur bisher das Ziel meiner Reise. Dementsprechend war ich leider etwas sehr aufgeregt. Ja, vielleicht ist es auch deswegen, dass ich. Ich habe das sehr genossen, dass du an meiner Seite reist. Kompliment kann ich zu größten Teilen zurückgeben. Ja, bitte. Ich setze mich jetzt so, also lehne mich so nach vorne, nehme einen Schluck Bier. Ihr habt diesen Flock jetzt nicht angefasst direkt. Ihr wisst, was das für ein Gegenstand ist. Ihr habt selber davon gesprochen, dass er göttergeweiht ist. Der Mabo ist der zugetan, richtig. Es gehört ein Hammer dazu, aber der ist noch bei meiner Familie. Mabo. Mabo. Sie sagt euch was? Also ich gehe bei euch davon aus. Ja, ja. Warum habt ihr ihn nicht angefasst? Ich weiß nicht, ob es mir zugesteht. Und er hält diesen Flock dennoch irgendwie so ein bisschen in den Händen und so nach dem Motto, dass er ihn nicht wieder loslassen will. Ich interessiere mich nur dafür, weil ich ihn im Zuge des Entfernens aus dem Kästchen berührt habe und danach geträumt habe. Ihr habt geträumt. Was waren das für Träume? Das weiß ich noch nicht genau. Wie kamt ihr überhaupt dazu? Also ich meine, einen eurer Zunft zu fragen, wieso er etwas aus einer Schatulle nimmt, ist vielleicht ein bisschen. Ach, das kann ich euch genau sagen. Hilberto hat mich beauftragt. Ich gucke doch mal zu, Hilberto. Und wann war das ungefähr? Wie lange ist es her? Aber nein, ich will es gar nicht wissen. Ich möchte es gar nicht wissen.
Es ist, ich habe hier jetzt den Flock, wie lange diese Information schon herumgeschwirrt ist und bei Hilberto war, muss ich jetzt nicht wissen. Naja, also kurz bevor wir hier nach hier aufgebrochen sind eben. Weißt doch, wir sind da nach Grangor gereist, wo du diese eine Erledigung für mich machen musstest und ich in der im Fex-Tempel eine alte Freundin besucht habe. Und ich hab da habe ich dir auch gesagt, dass ich glaube, ich weiß, wo sich der Pflock befindet. Und da habe ich ihn besorgen lassen, ja. Und dann wohl über den ganzen Stress vergessen, dir zu sagen, dass ich ihn bekommen habe. Alles gut, Hilberto. Er ist ja jetzt wieder fast da, wo er hingehört. Ja, wir Sorry, müssen. steht sehr, sehr lange kopfschüttelnd, einfach stumm daneben. Ich wollte es dir nicht sagen, weil ich genau wusste, dass du ihn direkt nach Weiden bringen willst. Aber ich meine, Professor Silberhaar muss das Ding vorher sehen. Hilberto, du hast viel für mich getan und durch dich habe ich viel gesehen. Wenn es ein Anliegen für dich ist, dass dieser Herr Silberhaar diesen Flock sieht, stimme ich dem zu. Diese ein, zwei Tage wird meine Familie auch verschmerzen, dass der Flock nicht wieder zurückgekommen ist. Hätte dir früher davon erzählen sollen, aber ich war mir Guck nicht auf dieses sicher. Samtu. Ich war mir nicht sicher, ob, also, dass du so reagierst, wie du jetzt reagierst, ja. Vielleicht ist es der Ort, der mich, der meinen Kopf vielleicht etwas abkühlt. Ich würde diesen Flock nehmen und erstmal in eine Tasche von sich stecken, wo er Volumen meint, ihn gut aufzubewahren. Und Alriccio wahrscheinlich fünf Möglichkeiten sieht, wie er die da wieder rauskriegt. Ja, aber eindeutig nicht die Motivation besitzt, das zu tun. Alles gut. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, so zwischen den Zeilen gelesen? Ich meine, was habt ihr denn besprochen, als ich weg war? Also irgendwie, Moment, irgendwas mit von Schicksal, bla, blub. hochgelehrter Herr, ihr müsst uns erstmal eine Frage beantworten, die mir jetzt wirklich, 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 wirklich unter den Fingern brennt. Habt ihr den Hammer auch? Nein, Nein, der der Hammer ist noch befindet bei sich meiner in Familie. Weiden. Warum? Wenn ihr doch den Pflock zur Untersuchung bringen wollt, warum nehmt ihr nicht das ganze Set? Weil damals der Pflock entwendet wurde und nicht der Hammer. Aber ihr wart doch erst vor kurzem in Weiden. Ja. Der Hammer ist aber anscheinend für den Feind nicht so wichtig. Das ist die Information, die mir gefehlt hat. Herzlichen Dank. Beziehungsweise jetzt wohl in besseren Händen in Weiden. Und Lumen wendet sich zu Snorri. Snorri, ich meine, an dem Kasten liegt es nicht. Wenn ihr ihn behalten wollt, meinetwegen. Aber es wäre schön, wenn ich das komplette. Also in dem Kasten lagen normalerweise der Hammer und der Flock. Wäre nicht nicht. Snorri, das Kästchen ist verflucht. Willst du es nicht loswerden? Wenn es euch wichtig ist, dann nehmt es hin, dann muss ich es nicht mehr rumtragen. Vielleicht hören dann auch die Träume auf. Zack. Vielen Dank. Die Träume, ihr habt auch Träume? Ach, ich träume schon lange, aber ich habe immer wieder von dieser Stadt geträumt. Ich war schon, sie wollten mich schon nicht mehr mitnehmen aufs Schiff. Träume Weil ich sind sehr immer mal bedeutsam wieder. in der elfischen Welt. Was sind das Vorsehen? Ja, ich. Svafnir schenkt mir Bilder. Manchmal. Ich kann es nicht kontrollieren. Und dann habe ich das Gefühl, ich sehe Dinge, die vielleicht noch passieren oder hoffentlich nicht passieren. Und seit ich diese Kiste habe, habe ich nur noch geträumt von diesem Ort hier. Und vielleicht sehe ich jetzt wieder klarer. Ich schieb Aber Snorri meine als. Crew wollte mich, meine Otaheira wollte mich nicht mitnehmen.
Meine Otter, sie wollten mich nicht mitnehmen. Die Otter Jasko. Ah, ich werde alt. Ich werde alt. Meine Otter Jasko wollte mich gar nicht mehr mitnehmen und deswegen war es für mich dann auch gut, mich auf den Weg zu machen. Ich schieb Snorri jetzt mein Bier hin. Ich glaube, vertragt ihr ein offenes Wort, Snorri? Ja. Ich glaube nicht, dass Vafnir euch diese Träume geschickt hat. Diese Träume von dem Ort hier. Ja. Oh. Wer weiß Ihr sowas? habt ein marburgweihtes Kästchen gefunden und seitdem habt ihr Visionsträume. Mabo ist die Vision? Göttin der Visionen. Muss ich noch mehr erklären? Nein, müsste nicht, aber die Visionen, die habe ich ja schon länger. Meine erste Vision hatte ich. Da hatte ich erst wenige Winter gesehen. Da war ich noch ein Kind. Vielleicht Aber ist ja Mabo schon länger in eurer Biografie am Werk. Menschen sind so Göttin der komisch, dass sie Visionen. alles Ich auf dachte, irgendwelche Gottheiten zurückführen. Vielleicht hat dieser Torvaler da auch einfach magische Fähigkeiten. Gumi guckt etwas. Nein, er wird definitiv zumindest die letzte Zeit von Mabo geführt worden sein. Genauso wie unser Geweihter. Als auch indirekt wahrscheinlich auch ich. Aber wenn es keine Gottheiten gibt, vielleicht hat uns etwas ganz anderes hierher geführt. Wieso sollte es keine Gottheiten geben? Was ist das für eine Idee, Elfenschnack? Ja, es, Warum? also, ob es sie gibt oder nicht, ist ja keine Frage. Ich meine, betritt nur mal ein heiliges Haus und du wirst deren Präsenz spüren, spätestens dann. Was auch immer ihr meint. Ich werde euch das nächste Mal auch in eins begleiten oder euch eins zeigen, wenn es die Gelegenheit ergibt. Dann wisst ihr, was ich meine. Zwischenzeitlich nehme ich mal einen großen Schluck Bier. Ja, der Krug von Lumen ist wahrscheinlich fast leer. Gerade Beide? nach. Gerade nach. Ach so, also der eine wird dann wahrscheinlich leer sein und der andere, also spätestens als du Snorri deinen Krug gegeben hast, werde ich wahrscheinlich Snorris ursprünglichen Krug dir wieder gegeben haben und einfach nochmal einen neuen bestellt haben. Vielleicht sollte man doch Bier trinken, um an Gottheiten zu glauben. Vielleicht sollte ich doch noch damit anfangen. Probiert es aus. Mehr als nicht schmecken kann es nicht. Versuch Nein, es ich lieber mit bleibe den lieber bei Göttern der als mit dem Vernunft. Bier. Gegen die Götter ohne Bier. Und das habt ihr alles in diesem Buch gelesen? Das steht da alles drin? Was ihr über Elfen und Bier erzählt habt. Diese ganze Zeigt ja auch Geschichte, die. hast du das Buch? Ich blätter das Büchlein auf und zeig dir auch die Passage. Da steht's. Das mag ja sein. Von wem ist das Buch? Ich gucke noch mal vorne auf die Seite. Garibald di Milocco. Kuslicher Zeichen, dieses moderne Zeug. Aber ist in Torvald nicht auch kurzlicher Zeichen gebraucht? Ja, schlimm genug, aber nicht Ja. in Europa. Kurzlicher Zeichen, wer braucht das? Also Es ihr könnt hilft sie nicht lesen, ist das richtig? nicht. Ja, wofür auch? Ich kann schon verbauen, das reicht. Ja, wofür sollte man lesen können? Runen kann ich lesen, könnt ihr das? Ah. Nein, Torvaldische Runen sind mir auch fremd, das ist wohl richtig. Aber gut, ich würde sagen. Also ich würde euch auf eine Runde einladen, wenn es hier um Geld gehen würde. Aber immerhin hat uns jeder von uns hat ein Schicksal ereilt, was ihn an diesen Ort geführt hat. Ich würde sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, finden wir gemeinsam heraus,
was uns hierher geführt hat und wo es uns noch hinführen wird. Vielleicht finden wir einen Heilzauber gegen diese Vampire. Ich würde es dir wünschen. Können zumindest herausfinden, was es mit dieser ganzen Geschichte auf sich hat. Gilberto, hast du schon einen Termin mit deinem Freund? Ja, das ist immer so ein großes Problem. Der vergibt nicht so gerne Termine. Es liegt ein bisschen an seinem Alter und an seinem Zustand. Was für ein Zustand ist er? Ihr werdet es, glaube ich, sehen, wenn wir ihm begegnen. Und wann wird das sein? Das wisst ihr noch nicht. Wir können ja gerne jetzt dorthin gehen. Also. Dann lasst es uns tun. Ich habe heute auch nichts mehr vor. Auf geht's. Er führt euch quer durch die Stadt. Richtung einem Baum, auf dem oben ein elfisches Baumhaus ist. Sehr verschnörkelt und verspielt aussehend. Und eine Art magische Aufzugsvorrichtung, die per Telekinese-Zauber Leute nach oben transportiert. Und ihr fahrt mit diesem magischen Aufzug nach oben. Und es kommt euch wahrscheinlich ziemlich eigenartig und merkwürdig vor, besonders Snorri, der ja ein bisschen magiephob ist. Ja, also Lumen hat ja jetzt ein bisschen Magie schon gelernt so mit der Zeit, aber er fühlt sich sichtbar auch etwas unsicher auf diesem Konstrukt. Und kommt dann oben in eine große Stube, die mit so Kissen ausgekleidet ist. Und da sitzen noch einige in Magierroben gewandete Jungen und Mädchen und lassen gerade mit ihren Zauberstäben ein paar Möhren und Zwiebeln und Kartoffeln irgendwie schweben. Und in der Mitte des Raumes stehen zwei Gestalten. Einerseits ein etwas heruntergekommen aussehender, von daher, also heruntergekommen in dem Sinne, dass er unglaublich alt zu sein scheint. Auf seinen Zauberstab gestützt, langes weißes Haar, den Bart fast bis zum Bauchnabel, ebenso das zottelige andere Haupthaar, silberweiß, dunkle braune Augen. Sehr hager, steht da, hält sich an seinem Magierstab fest und beobachtet, was die Zauberschüler da so machen. Und neben ihm steht eine junge Frau, die ebenfalls einen verschnörkelten Zauberstab in der Hand hält und die ganze Zeit Anweisungen brüllt. Sie hat eine Brille auf, die Haare nach hinten mit so einem Dutt geknotet, ist leicht pummelig, etwas etwas fülliger und wirkt halt sehr aufgehoben und es heißt Leviosa, Leviosa heißt es. Ruft sie die ganze Zeit, während der alte Mann einfach nur nickt. Und dann bemerkt er euch zuerst. Schaut euch so mit den braunen Augen irgendwie musternd an. Adepta Tassia, das sind aber jetzt nicht SchülerInnen, oder? Die haben keine Magiergewänder an, das ist nicht richtig. Zieht euch vernünftig an, wenn ihr hier lernen wollt. Und wo sind eure Zauberstäbe? Lumi guckt etwas verdutzt in diese Runde und hat so ein bisschen Overload an Magie gerade, während er da die ganzen Gegenstände fliegen sieht und ist gerade etwas irritiert und sein Fokus ist woanders. Dafür sind wir nicht hier. Hast du das gehört? Sie sind nicht wegen dem Zaubern hier, aber es ist eine Zauberstunde. Wir haben doch Zauberstunde, oder? Haben wir Zauberstunde? Ja, Magister Silberhaar, wir haben Zauberstunden, aber ich glaube, das sind Gäste. Gäste?
vielleicht? Entschuldigt, richtig. Lumingelder von Tralo, mein Name. Gäste, Gäste, ja. Das ist Hilberto Castellani. Vielleicht, ihr kennt, Sie Lumin kennen vielleicht. Castellani, ja. Nein, Hilberto Castellani ist dieser Herr hier. Adeptus, Ich das bin. erkenne ich Lumin Castellani? Nein, Magister. Hilberto Castellani, der Magier, den wir für die Bewegungszauber eingestellt haben. Zum Vorlesen. Bewegung, 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 Bewegung. Movimento. Ja. Bewegung. Ja, stimmt. Das ist ganz gut, dass wir jemanden einstellen sollten dafür. Seitdem der Letzte verschwunden ist und sich vom Hügel teleportiert hat und nicht wiedergekommen ist, ist das, glaube ich, eine gute Stelle. Adaptasia, wir müssen sofort jemanden einstellen, der diese Stelle besetzt. Das haben wir bereits getan, Magister. Das ist der Herr Castellani hier vorne, aus Belanca. Ah, Lumin Castellani aus Belanca. Nachdem er das mit dem Teleportieren gesagt hat, schaue ich den Magister Castellani auch nochmal sehr, sehr, sehr skeptisch an, nachdem er von den Vorzügen der Teleportation vorhin die ganze Zeit berichtet hat. Lumin atmet tief durch. Ja, das hat er bei Hilberto auf der Reise schon nach und nach gelernt, dass es hin und wieder mal hilft. Ich gucke zu Hilberto rüber. Sind Sie sicher, dass er helfen kann? Er ist der Experte für elfische Magie und der Akademieleiter. Das mag ja sein, aber kriegt er seine Gedanken irgendwann auch nochmal fokussiert? Er hat seine Momente. Dann Kann ich hoffen wir, irgendwie dass er darauf weg ist. Einfluss nehmen mit so einem Lied oder so? Vielleicht soll ich ihm was vorsingen. Vielleicht kann er sich dann besser sammeln. Der Blick des alten Mannes lichtet sich. Was so, ein Lied, sehr schön. Ja. Ihm fällt fast der Stab so zwischen den Händen, weil er klatscht. Adeptatassia, wir hören ein Lied. Schülerinnen und Schüler, nehmt Platz. Lasst die Kartoffel sein. Nein, nicht essen. Du darfst nicht essen. Ach, zu spät. Jetzt müssen wir dir eine neue beschwören. Haselbusch und Ginsterkraut. Zack. Und irgendwie aus einem kleinen Gewächsding wächst sofort ein kleiner neuer Kartoffelstrauch und eine Kartoffelpflanze und er rupft die sofort aus, holt die Kartoffel raus und schmeißt die dem Schüler wieder zu. Na, Tassia, stellen Sie das in Rechnung? Das kostet. Wir nehmen hier kein Geld, Magister. Ah ja, dann kostet das nichts, aber zweimal abschreiben hier irgendwas. Keine Ahnung. Was können wir ihn abschreiben lassen, Adeptatasia? Vielleicht müsste er gar nichts abschreiben, sondern vielleicht eine Mahlzeit aussetzen oder sowas. Hervorragende Idee. Abschreiben lassen, 10.000 Mal schreiben, Mahlzeit aussetzen. Oder so ähnlich. Oder umgekehrt. Also, er setzt die Mahlzeit aus, bevor er 10.000 Mal irgendwas geschrieben hat. Du verstehst schon. Ich denk mir was aus, Magister. Ja, denk dir was aus, genau. Du hörst auf, Adeptatassia. So, willkommen, meine Freunde. Ihr seid doch. Wer ist das eigentlich, Adeptatassia? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Also, das ist der neue Lehrer. Und ebenso. Irgendwelche Menschen, die ich auch noch nicht kenne. Nicht ganz. Neue Lehrer. Ihr seid die neuen Lehrer. Nein, wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte, Lumin Gallo von Tralo. Lumin, so hieß irgendein Lehrer. Ich weiß. Lumin hieß ein Lehrer. Ich leg Lumin auch nochmal meine Hand auf die Schulter. Vielleicht sollten wir ihn einfach in dem Glauben lassen, wir seien die neuen Lehrer, wenn es hilft. Ich suche so ein bisschen Hilfe, suchend auch Richtung Adepta Tassia und schaue Alrithyra an, nickt nur. Sie läuft so zu euch hin. Spielt einfach mit, ich glaube, es geht schneller. Mein Reden. Okay. Ah, sehr schön. Ah, dann haben wir vielleicht eine kleine Vorstellungsrunde. Also, mein Name ist Adeptatassia, wie war nochmal mein Richt, also dieser Vorstellungsname, nicht? Also, ihr könnt mich Anastasius nennen, aber nur, wenn wir unter uns sind. Ja, Magister Magister Magnus Mutanus Anastasius Silberhaar.
Respektabilität der Akademie. Ja, ihr wisst schon. Ach, das ist viel zu lang. Anastasius reicht. Das kann sich ja keiner merken, sowas. Also, Adepta Tassia, schreibt auf. Die dürfen mich beim Vornamen reden. Ja, natürlich. Wir dürfen. Egal, ja. Spielt mit, bitte. Spielt mit. Es wird eine Ehre, Anastasius. Was könnt ihr denn? Danke, Anastasius. Was könnt ihr denn? Ich kann Wissen über die elfischen Völker vermitteln. Er ist ja kundig in der Elfenkunde und vielleicht kann ich ihm da noch mehr beibringen. Perfekt, sehr gut, ja. Und ihr, Herr Torwaller? Ich komme aus Alpha. Romane, ich will wissen, was ihr könnt. Schiffebau und Runenzauberei. Runenzauberei, perfekt, Runenzauberei, ja. Wie sieht das mit euch aus, Lumin? Körperliche Aktivität, Sport, körperliche Ertüchtigung für die Jungen. Körperliche Bewegungsmagie. Ja. Mundane Bewegungsmagie. Wie ihr meint. Gut, mundane Bewegungsmagie. Und last but not least, sagt man irgendwo in Aventurien? Vielleicht im Sveltal, keine Ahnung. Ich vermute, worauf das hier hinausläuft. Ihr dürft mich gerne als Lehrer für Verwandlungsmagie präsentieren. Ich zeig noch mal, ich zeig mein Amulett. Okay. Magister Silberhaar, darf ich vorstellen, das sind die neuen Lehrer für Verwandlungsmagie, mundane Bewegungsmagie, Runenmagie und elfische Geschichte, ist das richtig? Und Lieder. Elfische Lieder. Oh ja, das ist sehr gut. Das ganze große, das verdoppelt unser Lehrerkollegium, aber immerhin, ja. Sehr schön. Dann vielleicht, liebe Schülerinnen und Schüler, aufpassen. Jeder von den hier Anwesenden wird sich kurz vorstellen und ihr merkt euch gefälligst alle Namen, damit ich mir die nicht merken muss. Und hört genau zu, was sie euch sagen, damit ihr was lernt. Und gleich können wir Fragerunde machen. Fragerunde ist okay, Fragerunde. Du schüttelst mittlerweile so ein bisschen mit dem Kopf. Adepta Tassia läuft so ein bisschen so Schweißperlen über die Stirn. So. Das lief ja noch ganz gut. Dann eine kurze Vorstellungsrunde vielleicht, ja. Mhm. Also mein Name ist Adepta Tassia, persönliche Assistentin von Magister Magnus Montanus Anastasius Silberhaar. Und mich kennt ihr ja schon, also Leviosa. Naja, Ariel Eulenschwinge, zuständig für elfische Geschichte und Lieder. Ein Schüler zeigt auf. Ja, bitte. Haben wir nicht schon eine Lehrerin für elfisch Lieder? Ich dachte, das macht Magister. Also, ja. Ja, extra. Ich denke, ihr könntet noch viel, viel mehr lernen. Also, ich bin vor allen Dingen besonders natürlich für den Reichsforst zuständig und für diese Region und kann da noch mehr beitragen. Genau, meint Adepta Tassia. Spezialistin für elfische Lieder aus dem Reichsforst. Eine Mädchen meldet sich. Wo ist denn der Reichsforst? Das können wir vielleicht später klären. Das sind schon Lehrinhalte. Ist das prüfungsrelevant? Natürlich, alles. Sie holt sofort einen Federkiel raus und fängt an, den schweben zu lassen und da schreibt was auf so eine Pergamentrolle, die sich gerade von selber ausrollt. In Schönschweb, bitte. Ja, und
Ich mach mal weiter. Gerne, gerne. Ihr dürft mich Euer Gnaden Alricio Ludovico di Grango nennen. Und ich bin scheinbar ab jetzt zuständig für Verwandlungsmagie. Ja. Können Sie sich in eine Maus verwandeln? Nein, aber dich, wenn du weiter so fragst. Zieht den Kopf zwischen die Schultern, guckt, versucht nicht mehr Blickkontakt aufzubauen. Das ist doch Lumen, mein Name. Er ringt richtig mit sich. Hält das anscheinend für eine Farce. Moderne Bewegungsmagie. Einige der Spieler stutzen so. Hä? Und ich beantworte keine Fragen, danke. Einige der Schüler stutzen. Und dann geht Getuschel los. Und Mundane. Ihr lacht. In Betana besteht ein Viertel des Lehrplans aus mundaner Bewegungsmagie. Körperliche Ertüchtigung, meine Freundin. Einer der etwas so sportlich aussehenderen Mädchen klatscht so in die Hand. Endlich. Dem einen oder anderen scheint es ja nicht schlecht zu sein, wenn er das ein wenig intensiviert. Guckt so ein bisschen in die Runde. Sie meldet sich dann und der Schüler neben ihr boxt ihr so in die Rippen. Eine Nachfrage, hat er gesagt. Ach, Manu. So, können wir jetzt vielleicht in irgendeiner Art und Weise uns vielleicht mal unter vier Augen oder beziehungsweise... Ich muss mich noch vorstellen. Ach so, Entschuldigung, bitte. Lumen geht mittlerweile aus diesem Raum gerade raus und holt Luft. Ich bin Snorri Ragnarsson, Schiffbauer und zuständig für Runenmagie. Ja? Hast du dich in eine Maus verwandelt sehen? Ich wollte nur fragen, ob man damit die Zukunft vorhersagen kann. Musst du gerade auf Toilette? Nein. Willst du auf Toilette? Nein. Dann sei ruhig. Ja, das werden wir noch erfahren. Das werdet ihr noch erfahren. So, jetzt müssen wir aber mit dem alten Mann da mal reden. Der ist gerade so ein bisschen in sich eingesunken und scheint nicht zu reagieren auf euch. Guckt dann irgendwie, zuckt dann irgendwie hoch, als Adepter Tassia kurz Magister ruft, zuckt dann so in sich zusammen, guckt wieder auf euch hoch. Gäste? Wer seid ihr denn? Sollten wir ihm vielleicht einfach den Vlog zeigen, dass er vielleicht einfacher und kürzer und schauen, wie er reagiert? Magister, vielleicht sollten wir die Lehrstunde beenden und ich stelle euch die Gäste vor. Und die Schüler so, oh. Bis nächste Woche lernt ihr bitte alle ein elfisches Lied auswendig. Ich kann schon zwei. Dann noch eins. Eine spitzohrige Schülerin. Sehr gut. Dann noch zwei extra für dich. Ja. Und ich soll euch von Magister Lumin sagen, dass ihr heute Nachmittag alle 50 Liegestütze machen sollt. Adepter Tassia schaut dich so schockiert an. Ja, 50. Mhm. Ja. Und Magister Silberhahn, ja, heute Nachmittag werden wir dann nochmal die, wer auch immer die sind, ihr könnt noch weiterfragen, glaube ich. Wenn ihr dann noch Atem habt nach den 50 Liegestützen. Nach dem Mittagessen, gleiche Zeit, gleicher Ort, wo auch immer wir hier sind, aber ja. Adepter Tassia, ihr wisst Bescheid. Ja, Herr Magister, ihr wisst auch alle, ne? Nach dem Mittagessen. So, wer sind denn jetzt diese komischen, trüben Gestalten? Lehrer können das ja nun nicht sein. Ich wende mich mal zu Snorri an Snorri. Hey, Lehrer sein macht echt Spaß, willst du nicht? Das stimmt. Der Flock. Wir sollten ihm einfach zeigen, bevor er vergisst.
warum er auf der Welt ist. Ja, der Flock ist wahrscheinlich gerade bei Lumen und Lumen ist aus diesem Raum gegangen, weil er mal wieder etwas frustriert war. Ich gehe Lumen holen. Ich glaube, so weit war das gar nicht. Ne? Wir sind, glaube ich, direkt in den Raum reingegangen. Ja, und du bist ja oben da, auf dem Baum. Also Lumen, du kannst reinkommen. Großartig. Dann sind wir weitergekommen. Kommt Nein, rein. Aber du könntest ihm mal den Flock zeigen. Bei allem Respekt. Aber ihr glaubt ernsthaft, dass dieser Mann uns helfen kann? Ja, also. Warum nicht? Er hat es eh in 5 Minuten wieder vergessen. Versuch, kannst du es? Ich sprach ja von seinem Zustand. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Also bisher sehe ich das als unmöglich an. Bei allem Respekt, Anastasius. Lumin, du kannst dich daran erinnern, wie wir hierher gekommen sind, oder? Ja. Alle auf verschiedenen Pfaden. Wir haben festgestellt, dass wir ein gleiches Ziel haben. Warum sollten wir das jetzt nicht probieren? Alles, was wir getan haben, hat uns hierher geführt. Vertrau ein bisschen. Bitte. Etwas widerwillig, aber greift er in seine Innentasche, holt den Flock hinaus, wickelt ihn bedächtig auf und etwa, also als würde er sich selber zwingen, reicht er diesen Flock in Richtung Herrn Silberhaar. Könnt ihr damit etwas anfangen? Lasst oder mal uns dazu was erzählen? Lasst mal sehen. Ein Eichenflock. Interessant. Eingelassenes silberne Ornamente. Ist der Herrin Marbo zugedacht? Ja, das passt durchaus mit diesen magischen beziehungsweise karmalen Zeichnungen. Ja. Was könnt ihr mir denn noch darüber erzählen, um das einzuordnen? Das ein gutes Stück. Eigentlich gehört ein Hammer dazu und ein Kasten. Das Kästchen ist zwar hier und holt es auch nochmal raus. Der Hammer allerdings nicht. Ein Hammer und ein Pflock. Wenn ich mich nicht vertue, müssten das Werkzeuge gegen finsteren Widersacher des Herrn Boron sein, nicht wahr? Gegen Götter verfluchte Vampire, richtig. Unter anderem wahrscheinlich. Wir haben mit solchen Wesenheiten hier oben sehr wenig zu tun, Gott sei Dank. Aber in meiner Jugend habe ich durchaus den ein oder anderen mal gesehen. Zumindest in einer Aufzeichnung. Och. Ich kann mit Sicherheit sagen, Aufzeichnungen werden dem wahren Kreaturen wahrscheinlich nicht gerecht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich habe in Madayas Träumen das ein oder andere Abbild eines Vampirs gesehen. In Madayas Träumen? Ja. Ist das ein Buch? Nein, es ist eine... Nun, es ist schwer zu beschreiben, was es ist. Versucht es. Das sind Madayas Träume. Madaya kennt ihr doch, oder nicht? Kenne ich mal da ja. Ich weiß nie gehört. Nicht. Nee, ne. Guckt so fragend wieder in die Runde und fixiert wahrscheinlich hauptsächlich Gilberto. Der lächelt und schaut Richtung Shayariel und Shayariel sagt der Name tatsächlich etwas. Also vielleicht für dein Volk ist sie zumindest eine Sagengestalt von früher, eine der allerersten Elfen, die aus dem Licht traten. Ja. Die alten Lieder singen von ihr. Das ist eine der... Ich meine mich zu erinnern, dass manche Lieder davon handeln, wie sie aus dem Licht getreten ist und die sie sich immer noch in Träumen befindet. Ja, die alten Erzählungen zeigen davon, dass Madaya sich selbst aufgegeben hat,
um eine Verbindung zur Lichtwelt herzustellen, aus der die Elfen herausgetreten sind. Nun gut, aber hilft es uns in irgendeiner Art und Weise weiter? Ob euch Madayas Träume weiterhelfen, das kann ich nicht beurteilen. Jeder erlebt etwas anderes, wenn er sie betritt. Man kann sie betreten? Wie ist es euch möglich als Mensch? Durch das Vermächtnis der Völker. Dürften wir das auch einmal versuchen? Nun, das kann ich arrangieren, natürlich. Jeder, der Gerasim besuchte, sollte die Möglichkeit bekommen, das Vermächtnis der Völker zu besuchen. Zumindest jeder, der offenherzig ist, und ich habe nicht den Eindruck, dass ihr Schlechtes wollt. Und in dem Augenblick merkt ihr alle so ein leichtes Ziehen an der Schläfe. Und irgendwie irgendetwas, das sich in euren Geist zwängt. Aber nur ganz kurz. Lumen lässt sich soweit nichts anmerken. Er verzieht vielleicht einmal kurz das Gesicht. Sonst könnt ihr uns nichts zu diesem Flock sagen. Ich müsste ihn natürlich untersuchen. Wenn ihr ihn hier lassen möchtet, kann ich ihn gerne näherer magischer Analyse unterziehen. Wie lange bräuchtet ihr dafür? Wenn ich die Nachmittagsstunde ausfallen lasse und ich ein paar Lehrkräfte finden, die den Schülerinnen etwas beibringen, dann sicher heute Abend. Ich schaue mal die Assistentin an, ob wir ihm das zutrauen können, dass er so lange bei Verstand bleibt. Geht das? Schafft er das? Fragst du sie? Ja, ich frage sie, ob sie bei ihm bleibt, damit er das hinkriegt. Dann fällt er, also sie will gerade antworten, hebt gerade so die Stimme, dann fällt er ihr aber sofort ins Wort. Natürlich, was soll das? Was ist das für eine merkwürdige Einschränkung, die er mir hier unterstellt? Ihr müsst verzeihen, Spektabilität, sie ist noch nicht lange unter Menschen. Ja, das verstehe ich. Die Menschen hier sind alle merkwürdig, die haben wirre Gedanken. Merkt ihr? Ja, das höre ich sehr oft von Vertretern eures Volkes. Verzeiht mir, wir Menschen sind nun kurzlebig und etwas, man könnte sagen, kindisch, kleingeistig, könnte man auch sagen. Das liegt leider in der Natur unserer Wesenheit. Nun gut, ich würde bei euch bleiben, während ihr das untersucht. Wir können gern die Schüler unterrichten, wir sind ja eure Lehrkräfte. Ja, dann tu das doch. Das ist doch. Ich greife in meinen Umhang, meinen Mantel und drücke Lumin eine flache Flasche in die Hand, falls die Nerven mal wieder durchgehen. Rivana Preiselbeerbrand. Du bist stumm. Entschuldigung. Jetzt siehst du gerade tatsächlich so ein bisschen ernst gemeintes Lächeln in seinem Gesicht und hebt den Flachmann nur kurz an und nein, ich muss lernen irgendwie, obwohl einen ganzen Tag, ihr kriegt es wieder. Dankeschön. Nun, dann werde ich mich mal direkt zurückziehen. Magister Castellani, Adepta Tassia, begleitet mich und sorgt dafür, dass ich dieser Herr wohlfühlt und dass er mir nicht in meine magischen Analysen hereinfuscht, damit es nicht noch länger dauert. Und ihr anderen, ihr drei, ihr unterrichtet den zweiten Jahrgang. Bringt ihnen nichts Schlimmes bei oder so. Also, wir geben unser Bestes. Erzählt ihnen. Das wird. Ja.
Adaptatasia, in mein Gemach. Sehr wohl, sehr wohl. Magistra. Wartet hier, ich melde mich dann, wenn er fertig ist, oder schicke euren Freund dann, um euch hier auszulösen. Der zweite Jahrgang kann etwas wissbegierig sein. Das ist ein ganz anderes Klientel als die kleinen Kinder hier. Aber das werdet ihr wohl sicher merken. Hilberto, kurz noch auf ein Wort. Ja. Ich habe eben einen seltsamen Zug in meinem Kopf. Irgendwas, ein Gefühl, das hatte ich bis dato so noch nicht. Es war kein einfacher Kopfschmerz. Hattet ihr irgendwas Ähnliches gespürt? Er hat nach eurem Geist geforscht und wollte wissen, ob ihr, naja, wie ihr drauf seid. Er hat einen Hellsichtszauber angewendet. Ohne zu fragen? Ja, das ist hier gar nicht so unüblich. Er verbringt viel Zeit mit den Elfen, für die ist das eine ziemlich normale Form des Umgangs miteinander. Großartig, ich freue mich. Greift so ein bisschen zu der Tasche, wo der Flachmann drauf ist. Beruhigt, er ist nicht sonderlich weit vorgedrungen. Er hat einfach nur unsere Intentionen abgecheckt. Na dann. Siehst du, Lumin, ein Preios-Geweihter würde wahrscheinlich das Gleiche tun und es würde dich nicht stören. Grundsätzlich, ohne mich zu fragen, in meinen Kopf einzudringen, halte ich eher für störend. Aber ja, ich bekomme das schon hin. Ich warte ja nur vor einer Tür. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Kindern. Wenn es hilft. Gerade bei Alricio, denke ich, wirst du viel Spaß haben, so wie du das eben genossen hast. Na, dann und mach das nächste Mal 60 Liegestützen draus. Die Kleinen können mehr, als sie manchmal meinen. Bisschen Bizeps hat noch keinem geschadet. Nur in einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist leben. Viva. Dann verlasst ihr das Zimmer und zieht euch zurück in die Privatgemächer von Magister Silberhaar. Und Adaptatasia kommt dann irgendwann wieder alleine und leistet euch rein Gesellschaft und bringt halt die anderen Schüler mit, die tatsächlich etwas älter sind und sich auch gerade auf den Kissen dann niederlassen und euch interessiert anschauen. Nun, das hier sind ein paar außerakademische Lehrer, die euch ein paar Geschichten mitgebracht haben, um euch etwas von der Welt da draußen mitzugeben. Vielleicht, wie wollen wir die Runde gestalten? Seid ihr offen für Fragen? Ach, wir können doch zusammen etwas singen. Das können wir gerne tun. Dann hole ich mal meine Harfe heraus. Dann stimme ich das Freundschaftslied an. Ja. Und dann singt ihr zusammen. Zumindest versuchen die menschlichen Schülerinnen und Schüler das mitzusingen. Die Elfen kriegen das ziemlich schnell mit. Allerdings singen sie nicht wirklich mit, weil sie genau wissen, dass wenn man das Freundschaftslied zusammen singt, man einen innigen Bund miteinander eingeht, der von Elfen nicht schwer nur noch zu trennen ist. Dass man sich also genau überlegen muss, mit wem man das vernünftig miteinander singt. Wie gut, dass ich ohnehin vorhatte, einfach nur die Show zu genießen und mich zurückzulehnen. Ja. Muss ja eine neue Sippe finden. Vielleicht. Ja, wenn ihr ein bisschen was über euch erzählt habt vorneweg und trägt Alricio sein Fax-Symbol offen, dann trifft ihn die erste Frage eines Schülers. Wie darf ich Sie ansprechen, Magister? Euer Gnaden. Euer Gnaden. Ah, ich dachte mir schon. Also, wir haben gelernt in den letzten Stunden, dass die Sterne in der Mythologie vieler Völker als Repräsentation der Seelen der Verstorbenen gelten und für euch als hohen kirchlichen, also vielleicht zumindest kirchlichen Vertreter, habe ich natürlich sofort Schlüsse gezogen auf die himmlische Gauklerschar des Fex.
oder an den zu Sternen aufgestiegenen Helden. Welche Gedanken macht ihr euch denn unter diesem Aspekt darüber, wenn die Sterne vom Himmel fallen, wie sie das in den letzten Tagen auch gemacht haben und in den letzten Jahren? Oder noch weiter gefragt, Wandelsterne oder Teile von Sternenbildern stehen oft mit göttlichen Entitäten in Verbindung. Was ist, wenn diese dann fallen? Du bist im zweiten Jahr? Ja. Leber. Alle anderen nicken nur so, ja, gute Frage. Das hat die Fexkirche natürlich nicht kalt gelassen. Und es gibt tatsächlich aktuell zwei Strömungen bei uns, die sich ziemlich heftige Diskussionen leisten. Ich bin offen zu dir, weil deine Frage so konkret war. Du scheinst informiert zu sein. Ich glaube, dass Fex uns Werkzeuge und Unterstützung schickt für das, was kommen wird. Unsere Länder sind in Aufruhr. Und das heißt immer wieder, dass da unruhige Zeiten vor uns liegen. Und wenn ich meinem Vertrauen in den Herrn Fex Ausdruck verleihen möchte, dann gibt es für mich eigentlich gar keine andere Schlussfolgerung, als dass er uns aus seinem leuchtenden Hort Unterstützung zukommen lässt. Hm. Ihr meint, die fallenden Sterne sind Unterstützungsdinge des Herrn Fex? Nun, wenn das Sternfirmament der Hort des Fex ist, er der Herr über das Firmament? Sein Nachbar, seine Nachbarin fällt ihm ins Wort. Das ist aber eine interessante These. An eurem Akzent nehmen und an eurem Namen mache ich fest, dass ihr aus dem Horasreich kommt. Stimmt das? Das ist richtig. Also uns hat ja die Nachricht, die wir hier bekommen haben, sehr mitgenommen, dass die Stadt Arivor von einem dieser stürzenden Sterne vernichtet wurde. Bedeutet das, dass die Sterne sich drittsphärisch als gewaltige Masse aus Gestein manifestieren? Schließt ihr dann aus, dass sich die Idee oder der göttliche Aspekt immateriell manifestiert? Oder wie ist das jetzt gemeint, dass ihr meint, dass die drittsphärische Existenz eines Sterns ein Götterzeichen sein soll und dann auch noch die heilige Stadt Rondra von den fallenden Hort des Fex zerstört wird? Ich werde einfach mal mit der Beantwortung der ersten Frage fortfahren. Weil ich einfach nur die Hälfte von dem verstanden habe, was du von mir willst. Die andere Seite. Einige schreiben das jetzt gerade mit. Meinetwegen, Hauptsache in Schönschweb. Die andere Seite ist da weitaus pessimistischer. Und die behauptet, der listige Herr des Firmaments verliert die Kontrolle über seinen Hort. Und diese unruhigen Zeiten, die uns bevorstehen, sind genau das. Ein Kontrollverlust der 12 Götter. Es könnte naheliegen. Es scheint sich auf jeden Fall etwas anzukündigen. Eine Weltenwende vielleicht. Einer der Schüler richtet das Wort an Shayariel, ein Elf. Ich weiß nicht, inwiefern ihr mir diese Frage beantworten könnt, aber sie. Wir haben hier gelernt, dass es verschiedene Zeitalter gibt. Und ich glaube, ich bin nicht vermessen darin zu sagen, dass unser Zeitalter schon vorbei ist. Und dass ich finde, die Zeichen, die es jetzt gibt, verzeiht Magister Aricio, euer Gnaden, wenn ich das so sage, aber ich sehe es eher als ein Zeichen, dass das Zeitalter der Menschen sich doch nun auch dem Ende neigt. Ich denke, die Menschen bewahren noch das Licht für uns. Und nun ja. Breitet sich die Dunkelheit aus. Magistra Shayariel, denkt ihr, dass der Sternenfall bedeutet, dass es wirklich das Zeitalter der Menschen vorbei ist? Bedeutet
die Veränderung der Sternbilder, dass die Götter der Menschen, genauso wie unsere elfischen Götter es einst taten, sich zurückziehen? Ja, das ist eine spannende These. Ich würde sagen, das könnte durchaus sein, denn wenn die alten Zeitenwenden bedeuteten, dass auch unsere Art ja an Macht verlor, an Bedeutung und wir eben aus dem Licht traten und das Licht verloren, so wird das ähnlich nun bei den Menschen sein. Die Frage ist, ob sie sich anpassen können, um weiter zu existieren. So war es ja bei uns. Oder sie der Dunkelheit anheimfallen. Wir sehen das so. Die Dunkelheit, die am Himmel wächst, hat Verbindung dazu, wie sich die Unterschiede zwischen unseren Völkern ebenfalls zu wachsen scheinen. Wir kriegen das hier immer stärker mit. Und wenn wir hier näher zusammenrücken, meint ihr, das könnte auch die Dunkelheit am Firmament vertreiben? Das mag sein. Nun ist es so, dass ich aus einer Sippe komme, die gar nichts mit Menschen zu tun haben wollte. Und unser Weg ist eher, sich von den Menschen fernzuhalten und auf unser Licht zu achten und eher Wege zu suchen, dass wir dort wieder zurückkehren. Aber vielleicht ist unser Weg ja auch nicht der einzig wahre. Und vielleicht habt ihr recht, dass es sinnvoller wäre, zusammenzuwachsen und die Dunkelheit unter den Völkern zu verhindern. Ja, das ist, denke ich, eine weise Voraussetzung. Ein weiterer fragt dann Snorri, stimmt es, dass ihr aus dem fernen Torwall kommt? Ja. Seid ihr bewandert mit den Machen, mit dem Liedgut des großen Skalden Umvolker? Ja, ich habe von ihm schon mal was gehört. Nun, in unseren Gefilden hier, so nah an den Salamandersteinen, haben wir immer wieder Exkursionen und zu den alten Ruinen der uralten Kultur der Hochelfen, von denen ja auch die Phileasson-Saga des Umvolker spricht. Wie ordnet ihr denn die Mythen über die Sternenträger ein, diese Auserwählten des Elfenvolkes? Seht ihr da einen Zusammenhang mit dem Sternenfall? Das könnte sein. Das könnte sein. Aber ich bin mehr für den praktischen Teil zuständig. Mein Handwerk ist das Schnitzen von alten Runen. Ach so. Ja, das hat ja nun überhaupt nichts damit zu tun. Tja, das ist manchmal so im Leben. Ein elfisches Mädchen meldet sich nochmal und spricht nochmal Shayaril an. Wo wir eben so schön miteinander gesungen haben, habe ich eine Liedfrage. Mhm. Was ist die Melodie eines fallenden Sterns? Das müssten wir die großen Musiker und Komponisten unseres Volkes fragen. Habt ihr schon mal einen gefallenen Stern besucht und habt ihm zugehört? Gesucht noch nicht. Ich habe welche gesehen bei uns im Reisforst, aber ich habe mich tatsächlich versucht, davon fernzuhalten. Also könnt ihr nicht sein, könnt ihr keine Melodie summen oder so, dass wir sie aufschreiben können? Leider nicht. Hast du denn schon einen gefunden? Nein, hier ist ja noch keiner heruntergekommen in der Nähe. Also im Svelteil, aber nicht hier. Schade. Nun gut, Adepter Tassia klatscht so in die Hände. Vielleicht beenden wir die Fragestunde hier und vielleicht geht ihr euch alle noch ein paar Kartoffeln holen. Ich denke, unsere Gäste sind alle ein bisschen müde von der weiten Reise und vielleicht können wir sie morgen noch ein bisschen ausführlicher kennenlernen. Solange ihr nach Hause geht, beschaut euch noch einmal die Aufschriften unseres Kollegen aus Belhanka, dem großen Magister Castellani, und vertieft doch noch einmal die Theorie der Bewegungsmagie und fragt euch einmal,
und schreibt einen Aufsatz darüber bis morgen. Wie muss man sich die Bewegung der Sterne vorstellen und ihren Fall? Ist das Fallen eine Metapher dafür, dass die Sphären durchreißen oder durchbrechen? Und versucht mal das Sphärenmodell so aufzuschreiben, dass der Weg der sechsten Sphäre für einen Sturz in die dritte Sphäre durchlässig ist, so dass man den Sternenfall da interpretieren könnte. Versucht darzulegen, ob das physisch erfolgt oder karmal oder magisch und wo ihr das bisher vorherrschende Sphärenmodell für fehlerhaft erachtet, weil das eigentlich überdacht werden sollte, wenn es denn nicht passt und ihr da Probleme habt, einen Fall von der sechsten in die dritte Sphäre zu realisieren. Alle nicken nur so. Und stehen dann auf und gehen. Gelehrte Dame? Ja? Findet ihr nicht, dass diese Kinder trotzdem mal ein paar Liegestütze machen sollten? Hin und wieder bestimmt, aber momentan sind wir sehr daran interessiert, wir sind eine sehr praktisch orientierte Akademie. Wir versuchen immer an dem zu arbeiten, was uns in der erlebten Welt gerade begegnet. Deswegen ist ein Schwerpunkt. Erlebte Welt in der sechsten Sphäre und vierte und. Das gerade vorherrschende karmale und astrale Problem dieser Zeit sind die fallenden Sterne. Deswegen haben wir daran sehr viel Zeit verbracht. Und es ist wichtig, das Sphärenmodell zu überdenken und aktuell zu halten. Mhm. Ich finde das sehr, sehr interessant. Vielleicht sollte ich hier länger bleiben und ein bisschen studieren. Ich meine, dass ich hier zu neuen Erkenntnissen kommen kann, die auch für mein Volk interessant werden könnten. Das ist in der Tat so. Viele eures Volkes schließen sich der Akademie an, wie ihr gesehen habt. Wir haben auch zwei elfische Lehrerinnen. Aber vielleicht sollte ich selbst erst einmal in Lehre gehen. Ich finde das sehr interessant, aber ich befürchte, erst müssen wir klären, was das mit diesen Vampiren auf sich hat, bevor ich mich wieder den Dingen zuwenden kann, die eigentlich wichtig sind, wie dem fallenden Stern. Ja, das ist gar nicht so unklug, ja. Vielleicht redet ihr einmal mit der ehemaligen Akademieleiterin, die ist ebenfalls eine eures Volkes. Vielleicht kennt ihr sie ja sogar. Aus irgendwelchen Liedern oder so. Das kann ich auf jeden Fall tun. Ihr werdet sie, wenn ihr das Vermächtnis der Völker besucht, auf jeden Fall kennenlernen. Sie ist mit dafür verantwortlich, dass es dieses Vermächtnis überhaupt gibt. Dann bin ich sehr gespannt, sie kennenzulernen. Nun, dann danke ich euch, dass ihr die Klasse unterrichtet habt und ich bin sicher, dass Magister Silberhaar noch einige interessante Dinge über euer Artefakt herausgefunden hat. Er war so vertieft in seine Analysezauber, als ich ihn verlassen habe. Ich kann euch schon mal sagen, euer Freund Lumin tut sich ziemlich schwer damit, ruhig dabei sitzen zu bleiben, wenn an zwei Magier. Ich vermute, der Schutz dieses karmalen Artefakts ist das Lebenswerk seiner Familie. Ja, das habe ich mir schon so gedacht. Und außerdem ist er Weidener. Und ihr solltet hier eigentlich wissen, wie Weidener zu Magie stehen. Ja, wir haben schon einige Weidener getroffen, in der Tat, ja. Es ist immer etwas schwierig mit ihnen, da habt ihr recht. Aber dadurch, dass er mit Magister Castellani hier unterwegs war, haben wir gedacht, er wäre etwas aufgeschlossener. Ich versuche gerade bei euch für Aufgeschlossenheit zu werben. Ich habe das schon wahrgenommen. Dafür seid ihr ziemlich engständig. Vielleicht wirkt es so. Eigentlich gar nicht so richtig. Ihr habt gerade die Weiden beleidigt. Nein, ich habe nur Wahrheiten ausgesprochen. Aber ich verstehe euren Punkt. Quod erat demonstrandum. Verzeihung. Ich wollte niemanden zu nahe treten. Ehrlich nicht. Er hat es ja nicht gehört. Und bei mir ist euer Beichtgeheimnis, also bei meinem Beichtgeheimnis ist alles sicher.
Ich habe ein bisschen Probleme mit der Interaktion mit Fremden. Bin noch nie aus Gerasim weg gewesen. Also grundsätzlich dürft ihr euch merken, ich nehme euch nichts krumm. Ich nehme aber auch nicht oft ein Blatt vor den Mund. Ja, scheinen, ja. Gut. Dann sehen wir uns nach dem Essen. Ich denke, bis dahin wird die Analyse noch mindestens dauern. Wollt ihr mitessen? Gerne. Gibt's auch so Zauberkartoffeln? Das sind ganz normale Kartoffeln. Die hergezaubert wurden. Ganz. Ach so, ich meint, ja, teilweise. Mhm. Können diesen Zauber eigentlich alle eure Studenten? Die meisten Elfen. Sehr nützlich. Sehr nützlich. Ja, und nicht einfach zu handhaben. Ich übe schon seit Jahren und kriege ihn nicht besonders gut hin. Aber Magister Silberhaar kann das außerordentlich gut. Er hat es vom Magister Nebellied gelernt. Das prägt den Satz, man muss eine Akademie auch ernähren können, noch einmal ganz anders. Und damit haben wir hier keine Probleme. Ich könnte auch noch ein Reh jagen. Wozu? Und damit es auch anderes als Kartoffeln gibt? Es gibt auch noch Karotten? Na gut, ja. Ich weiß, was ihr meint. Aber danke, wir nehmen nur so wenig Tiere aus dem Wald wie nötig. Ja, das tun wir auch, aber ich dachte angesichts des Festtags. Aber gut, Karotten und Kartoffeln klingen doch ganz wunderbar. Ja, einige der waldelfischen Mitbewohner dieser Stadt haben da einen sehr engstirnigen Blick drauf, wenn man Tiere im Wald jagt. Das ist wahrscheinlich klug, so viele Wesen wie hier leben, dass ihr das begrenzt. Bei uns gab es nur uns im weiten Umfeld, so konnten wir. Ja, da haben die wenigen Tiere tatsächlich für Wochen gereicht. In der Tat, ja. Wir versuchen, möglichst weitestgehend auf Fleisch zu verzichten. Mhm. Vielleicht an hohen Festen oder an Feiertagen. Die Travia-Geweihte will immer mal wieder was für ihre Eintöpfe. Die übrigens hervorragend sind. Ja. Nun, ich muss jetzt los, sonst wer weiß, ob Magister Silberhaar, ihr wisst schon, ist manchmal. Wo gibt es denn die Mahlzeit? Unten im in der ihr kommt doch bestimmt aus dieser Herberge. Zur Mittagszeit bringen alle Leute des Dorfes ihre Essensgaben zur Herberge und wir versammeln uns dort und essen gemeinsam. Also nicht das ganze Dorf, sondern die zu Hause nicht essen möchten. Oh. Es wird ganz schön was los sein. Das klingt nett. Vielleicht sehen wir uns da. Lumin weiß gar nicht, was er verpasst. Nun, dann gehen Snorri, Shayaril und Alirizio Richtung Herberge, während Lumin immer noch dem wirklich sehr aufwühlenden und sehr merkwürdigen Geschehnissen beiwohnt, die da in Magister Silberhaars Gemächern mit dem kamalen Artefakt passieren. Aber das ist eine Geschichte für die nächste Session, denn wir haben schon ein bisschen überzogen heute und mussten ja auch ein bisschen später anfangen. Und deswegen gehen wir hier aus Aventurien heraus und schauen dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen, vielen Dank fürs Leiten. Danke. Dankeschön. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zugucken. Wir haben eben auch einen Raid bekommen vom Einmal nach der Abenteurer. Vielen, vielen Dank für den Raid, auch wenn er jetzt kurz vor Ende stattgefunden hat. Herzlich willkommen, wenn ihr vom Einmal nach der Abenteurer kommt. Wir spielen hier das Schwarze Auge, allerdings mit den Regeln von Cinema, von rollenhörspiel.de. Dann haben wir eben
den Link hier reinhauen, falls ihr das nicht kennt. Und da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Auch sonst super Sachen bei rollenhörspiel.de zu finden. Ja, wir sind für heute fertig. Weiter mit der, wie es weitergeht in Gerasim, erfahren wir hoffentlich in 2 Wochen, wenn alle gesund und munter bleiben. Und nächste Woche gibt es dann hier wieder, geht es in die aventurische Rabenmark, da geht die andere Kampagne, die Splitterdämmerung, weiter. Und unter der Woche kommt auch eine neue Folge unserer Würfelphilosophen heraus. Da könnt ihr einen Podcast hören. Da ist auch der Snorri dabei, also der Slive. Hat da auch munter mitgewirkt. Das war eine sehr schöne Gesprächsrunde mal wieder. Ich verrate noch nicht zu viel. Seid mal gespannt drauf. Genau. Und irgendwann zwischen diesem und dem nächsten Folge könnt ihr dann auch diese Folge hier nochmal als Podcast hören, falls ihr lieber Rollenspielrunden hört, statt anzugucken. Wer es lieber anguckt, geht auf YouTube, da geht es auch irgendwann in den nächsten Tagen ein Video hiervon. Wenn ihr das denn auf YouTube schaut, ihr da draußen, freuen wir uns über einen Kommentar, wie ihr es fandet. Wie findet ihr unsere neuen HeldInnen? Wie haben sie sich geschlagen als Lehrerinnen und Lehrer? Und traut ihr Lumin einen mundanen Bewegungsmagier zu? Wir wissen ja noch nicht, wie er im Kampf aussieht. Vielleicht grenzt das ja an Zauberei. Vielleicht. Was meint ihr, was es hat? Was hat es mit dem Flock auf sich? Was wird der Magister Silber herausfinden? Wird er seine rausgefundenen Theorien preisgeben können oder wird er sie sofort wieder vergessen? Das ist natürlich so eine Sache. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen und fürs Zuhören. Danke. Wolltest du gerade noch was sagen? Ja, danke, alles gut. Danke. War nur eine harte Geduldsprobe für Lumen, sowohl mit Hilberto als auch mit dem Anastasius. Also das Magier sind immer etwas komisch. Boah. Deswegen der Preis Hilbert-Schnaps. Ja, ich glaube, du hast dich zumindest in sein Herz, zumindest in seine Leber, das passt schon. Tengil schreibt auch, gelungene Zusammenführung der Truppe, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Ja, das ist korrekt. Ja. Und dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Ich würde sagen, es gibt zumindest einen hier in der Runde, der hat auch noch einen YouTube-Kanal und kann ein bisschen Werbung machen. Und mach das doch einfach mal, lieber Pölle, während ich mal versuche, jemanden zu finden, den wir dann wiederum raiden können. Ja, dann mache ich ein bisschen Werbung. Wir spielen die wahrscheinlich größte DSA-Kampagne auf meinem Kanal, nämlich die Borbarat-Kampagne aktuell. Und was heißt aktuell? Eigentlich schon seit Jahren. Und sind im Moment in Weiden unterwegs und jagen Vampire. Unsterbliche Gier spielen wir. Und alle 2 Wochen samstags, also zumindest 2-mal im Monat samstags, ist geplant. Wir haben noch nicht ganz die 100 Videos gekratzt, aber allzu lange kann es auch nicht mehr dauern. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall schon bei 75. Wir spielen sehr viel Charakterspiel, sehr intensiv meiner Meinung nach, allerdings auch mit einem DSA-System, halt DSA 5 ungefähr. Passen das so an, wie wir das gerne haben und brauchen, wie das gerade auch so die fließende Handlung erlaubt. Und ich fände es super, wenn ihr mal reinguckt. Ich habe extrem Spaß immer, das Ganze zu leiten, auch nach ein paar Jahren noch. Ist echt super intensiv. Noch nichts von der Spannung und Intensität verloren. Genau, wir haben sehr ausufernd angefangen. Ich erzähle einfach weiter, bis du mich unterbrichst, Koali, ne? Ja, ich habe jemanden gefunden. Also. Ah ja, okay. Genau, guck zu. Fertig. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt für mich, weil sonst haben immer alle anderen, alle MitspielerInnen immer noch ganz viel Zeug. Vielleicht kann ich euch noch als Werbung noch ans Herz legen, noch ein bisschen Content von der Stadtpoetin. Was machst du denn so und wo findet man da noch Zeug?
Ja, aber nicht so viel Nerdiges. Also ich würde eher auf die Nerd Church verweisen. Wir haben auch eine Homepage, da ist Pölle auch dabei. Da kann man ein paar Sachen finden und jeden Sonntag einen Artikel zu nerdigen und popkulturellen Themen. Genau, und ich habe Twitter, Instagram, aber da passiert mehr Sport. Also, genau. Wie hieß es? Bogenschießen. Moderne, genau, Bogenschießen. Ja, wichtig. Ja. Genau, Bogenschießen, aber wenig mittelalterliches Bogenschießen, eher moderneres olympisches Bogenschießen, genau. Moderne Bewegungsmagie bei der Stadtpoetin. Okay. Genau, sehr, sehr viel. Viel davon. Ja. Genau, und wenn ihr dem Slive folgen wollt, der hat hin und wieder auch mal Zeug, was ihr auf Instagram oder so, dem ihr auf Instagram oder Twitter folgen könnt. Der macht auch wenig Rollenspieltechnisches so von sich aus, aber immerhin, was machst du so? Ich war auf jeden Fall mal bei Michael im Schattenläufer zu Gast und habe da über Religion und Rollenspiel geredet und über Religion und Cyberpunk. Und das war cool. Und ansonsten kriegt man von mir irgendwie ziemlich viel Berufliches mit auf Instagram. Ja, bin halt Pastor an der Studierendengemeinde. Für mich auch noch ganz neu, deswegen ziemlich spannend. Aber für andere vielleicht auch gar nicht spannend, weiß ich nicht. Und bei Twitter gibt es irgendwie alles Mögliche. So von Nerdkram über politisches Zeug. Oder ansonsten, ja, Würfelphilosophen hören, unbedingt. Geiler Scheiß. Macht Spaß und macht Spaß zu hören. Hoffe ich. Empfehle ich auf jeden Fall immer munter weiter. Alles klar, gut, Mir fällt dann. gerade auf, Alricio ist gerade auch studierenden Pastor. Ja. Richtig. Genau. Das vertiefen wir aber beim nächsten Mal. Ich schicke euch jetzt weiter zum Familien-Nerd. Ich weiß nicht, wie weit die in ihrem Session sind, aber die spielen irgend so ein komisches Rollenspielsystem, das nennt sich Bastionland. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Schaut mal rein, lasst schöne Grüße da, benehmt euch und grüßt vom Koali. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.